Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 20. Sitzung des Ausschusses Digitale Agenda zur öffentlichen Anhörung zum Thema Blockchain. Ich begrüße ganz herzlich die Ausschussmitglieder, begrüße die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sekretariats, die Öffentlichkeit und natürlich ganz herzlich unsere Sachverständigen. Ich darf begrüßen Herrn Professor Dr. Gilbert Friedgen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Ingo Rübe. Ich darf herzlich willkommen heißen Herrn Professor Dr. Roman Beck. Ich begrüße Herrn Florian Glatz. Ich heiße willkommen Herrn Jürgen Geuter und begrüße Herrn Professor Dr. Dr. Walter Blocher. Herzlich willkommen Ihnen allen. Wir haben vereinbart, dass wir nach einer ganz kurzen Einführung Ihnen die Gelegenheit geben, in jeweils 5-minütigen Statements zum Thema einzuführen und anschließend dann in die Fragerunden der Abgeordneten gehen. Die Abgeordneten werden ganz kurz und knackige Fragen stellen und ich bitte Sie dann unmittelbar auf die Fragen einfach Ihre Antworten dann zu geben. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass die Anhörung zeitversetzt auf der Webseite des Bundestages ab 18.30 Uhr übertragen wird, also der Stream auch in der Mediathek dann abrufbar sein wird und darf Sie ganz herzlich bitten, die Mikrofone auch für die Wortbeiträge dann zu nutzen und danach wieder auszuschalten. Auch noch ein Hinweis: Im Anschluss an diese öffentliche Anhörung wird es eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag zum Digitalgipfel geben. Und es sind genau die gleichen Politiker im Bundestag dann gefordert, die auch jetzt in der Ausschusssitzung anwesend sind. Deswegen werden wir mitverfolgen, wie das Plenum läuft, aber um 17.45 Uhr dann ohnehin Schluss machen müssen, dass wir rechtzeitig ins Plenum kommen. Also ist die Zeit noch ein bisschen mehr begrenzt als ursprünglich schon vorgesehen. Ja, der Begriff Blockchain begegnet uns in der Öffentlichkeit derzeit immer mal wieder und auch immer häufiger. Dabei wird er allerdings nicht selten im Zusammenhang mit der Kryptowährung oder mit Kryptowährungen, vor allem aber mit Bitcoin erwähnt, wegen der drastischen Kursverluste in den vergangenen Tagen noch einmal stärker in den Schlagzeilen. Teilweise wird er sogar von diesem Begriff, also Bitcoin, wird der Begriff Blockchain überlagert. Wir dürfen aber diese beiden Begriffe nicht vermischen, denn der Begriff Blockchain beschreibt eine Technologie, wohingegen der Begriff Kryptowährung eine Form der Anwendung eben dieser Technologie ist. Allerdings wollen wir vom Ausschuss Digitale Agenda uns nicht nur deswegen heute mit diesem Thema befassen. So überschaubar uns der Inhalt dieser Technologie auf den ersten Blick auch erscheint, so viel Potenzial steckt gerade in dieser Einfachheit. Die einmal wörtlich übersetzte Blockkette ist zunächst also einmal nichts anderes als eine Liste. Diese Liste hat jedoch gleich mehrere Besonderheiten. Sie kann nicht nur beliebig lang, sondern auch mit beliebig vielen Benutzern und an beliebig vielen Orten zur gleichen Zeit geführt werden. Wie wir wissen, wird diese Besonderheit erst durch eine bestimmte Art der Verschlüsselung ermöglicht. Durch eben diese Verschlüsselung wird dann sichergestellt, dass Fehleintragungen oder Verfälschungen der Liste praktisch ausgeschlossen sind. Damit also ist die Blockchain-Technologie ein hervorragendes Mittel, um auch komplexe Systeme sicher, effizient, transparent und vor allem dezentral verwalten zu können. Das derzeit prominenteste Anwendungsfeld dieser Technologie ist für uns wohl der Bereich der eingangs schon erwähnten sogenannten Kryptowährungen. Hier werden die Sicherheit und die Flexibilität der Blockchain-Technologie verwendet, um ein mit den klassischen Währungen vergleichbares Vertrauensverhältnis gewährleisten zu wollen. Bildlich gesprochen wird mit der Blockchain-Technologie eine Art unverfälschliches und omnipräsentes Kassenbuch geführt. Die Blockchain-Technologie ist allerdings nicht nur auf den Bereich der Kryptowährungen beschränkt. Daher soll Inhalt dieser öffentlichen Anhörungen auch sein, in welchen Bereichen wir heute schon oder zukünftig noch mit Blockchain konfrontiert werden könnten. Für unsere Position der Legislative ist dabei insbesondere interessant, ob und welcher neuen Gesetze es möglicherweise bedarf, welche bestehenden Regulierungen möglicherweise hinderlich sind und wie sich diese Technologie weiter auf unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und vor allem auch auf unsere Demokratie auswirken wird. Über die Hintergründe dieser Technologie, ihre derzeitige sowie zukünftige Anwendung sowie ihr Potenzial informieren uns heute die geladenen Sachverständigen. Bevor ich nun
um die Statements der Sachverständigen bitte, habe ich schon einige Hinweise zum Ablauf gegeben und möchte Ihnen jetzt aber das Wort geben, einführend kurz Ihr Statement abzugeben, und darf Sie, Herr Professor Dr. Gilbert Friedgen, um Ihre Aussagen bitten. Gut, vielen Dank. Guten Abend erstmal auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst mal auch vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Gilbert Friedgen. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Uni Bayreuth, Gründer des Fraunhofer Blockchain Labors am Fraunhofer FIT und der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik. Wir haben bereits ca. 30 Workshops mit Unternehmen durchgeführt, in denen wir das Potenzial der Blockchain-Technologie erörtert, viele Anwendungsfälle verworfen, aber auch einige interessante identifiziert haben. Wir haben mehrere umfangreiche Blockchain-Umsetzungen begleitet in Unternehmen verschiedener Größe. Ich bin persönlich verantwortlich für die wissenschaftliche Begleitung des wohl größten Projekts im öffentlichen Sektor in Deutschland. Das ist beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und ich verantworte auch das Blockchain-Grundgutachten beim BMVI. Ich spreche unter anderem auch am Digitalgipfel. Also ich habe das Thema jetzt schon in vielen Bereichen in Deutschland vertreten. Mit Blockchain haben wir eine Technologie, wie Sie es schon richtig gesagt haben, die sich weder auf das Thema der Kryptowährung beschränkt, noch auf Anwendungen in der Finanzwirtschaft. Mit Blockchain können wir unter anderem auch das, was wir heute noch häufig papierbasiert durchführen, papierbasierte, organisationsübergreifende Prozesse, weiter Digitalisierung. Mit Blockchain können wir viele Vorteile, die die Plattformökonomie bietet, umsetzen, ohne uns selbst neue potenziell monopolistische Plattformbetreiber damit ins Haus zu holen. Und Blockchain könnte auch eine interessante Technologie sein für alles, was mit dem Thema Automatisierung, Autonomisierung von Maschinen, künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und zwar genau dann, wenn Maschinen nicht nur technisch autonom, sondern auch wirtschaftlich autonom agieren sollen, also untereinander Handel treiben. Und sogar noch mehr, wenn die Maschinen dann wirtschaftlich autonom handeln und untereinander Handel treiben, dann könnten sie dabei auch direkt einen Anteil an den Fiskus abführen, wenn wir das denn möchten. Wir sind in Deutschland, insbesondere in Berlin, vielleicht so ein bisschen, man weiß nicht genau warum, aber wir sind durchaus ein globales Zentrum von Blockchain-Entwicklungen geworden. Insgesamt haben sich hier bereits so um die 70 Startups angesiedelt, und ich finde, Blockchain passt auch sehr gut zur deutschen Wirtschaft. Blockchain fördert die Zusammenarbeit von KMUs und es erzeugt keine Internetgiganten. Sie passt auch zu unserer Mentalität, weil bei Blockchain geht es um Kooperation, eher um ein gemeinsam sind wir stärker und nicht um ein, wer wird der nächste Mark Zuckerberg. Wir haben also in Deutschland eigentlich die besten Voraussetzungen. Welche Entwicklung erwarte ich jetzt bezüglich Blockchain? Aus meiner Sicht wird es keine Blockchain-Revolution geben, das wird eher eine Evolution sein. Im ersten Schritt wird die Technologie vor allem bestehende Prozesse in Wirtschaft und Verwaltung optimieren. Das heißt, Prozesse werden schneller und günstiger, wie ich das Beispiel mit dem Papier vorhin schon genannt habe. Im zweiten Schritt wird bei Neuentwicklungen, im Anwendungsfeld wäre autonomes Fahren, das Potenzial der Technologie direkt genutzt, ohne dass es den Nutzern klar wäre, dass sie hier Blockchain verwenden. Im dritten Schritt wird Blockchain zu einer höherwertigen Infrastruktur für die wirtschaftliche Zusammenarbeit insgesamt. Kleine Unternehmen könnten so Digitalisierung nutzen, ohne sich in die Abhängigkeit von Plattformbetreibern zu geben. Datensouveränität von Verbrauchern könnte gestärkt werden. Es gibt dabei allerdings auch Risiken, und mit Risiken meine ich die bislang fehlende Integration in unsere demokratische Ordnung. Konkret, wenn man sich Kryptowährungen anschaut, dann sind die so ein bisschen aus einem anarchistischen Ansatz heraus entstanden. Ein Traum einer nicht staatlich demokratisch organisierten Währung. Das, was dabei entstanden ist, ist ein nicht regulierbares kapitalistisches System, das noch dazu plutokratisch organisiert ist, das heißt die Herrschaft der Reichen. Wer Bitcoins hat, wer Mining Power hat, der bestimmt. Meinungsführer sind Technologieexperten und der Rest der Gesellschaft ist entkoppelt. Noch mehr, in den Lösungen gibt es keine Gewaltenteilung. Ohne Zugriff auf irgendwelche Schlüssel können Judikative und Exekutive keine gerichtlichen Entscheidungen auf einer Blockchain durchsetzen. Sie müssen schon den Eigentümern der Schlüssel habhaft werden. Und schließlich, regulatorische Rahmenbedingungen sind häufig nicht umgesetzt, allen voran das Thema Datenschutz, die oft gar nicht in Betracht gezogen werden, mit Verweis auf den globalen Charakter der Lösung. Zum Glück habe ich auch ein paar Ideen, wie man dem begegnen könnte. Schlüssel liegt in der Zusammenarbeit. Wir könnten in Deutschland Vorreiter für Blockchain werden und die Technologie nach unserem Verständnis prägen. Wir müssen dafür das kreative Potenzial, was wir in Deutschland haben mit den 70 Startups, nutzen und mit diesen auch zusammenarbeiten.
Regulatorik einzuhalten ist möglich. In den Projekten, wo wir das selbst tun, machen wir das. Und auch Gewaltenteilung umzusetzen wäre möglich. Wir brauchen dafür Förderung von Forschung und Entwicklung. Die Motivation dabei von Blockchain ist meist wirtschaftlich, organisatorisch. Die Herausforderungen sind rechtlich. Das heißt, es ist kein reines Thema der Informatik. Es muss interdisziplinär gemacht werden. Wir müssen Freiräume für Experimente schaffen, damit unsere kreativen Köpfe in Deutschland das beste Umfeld für unsere Gründungen finden und nicht Angst haben müssten, mit jeder Entwicklung mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Dazu brauchen wir eine enge Zusammenarbeit von Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft. Damit könnten wir Exporteure unseres freiheitlich-demokratischen Verständnisses werden. Ich bin gerne bereit, es zu unterstützen und freue mich im Anschluss auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Herr Professor Friedken. Nun darf ich Herrn Ingo Rübe, CEO der Botlabs GmbH, also ein Vertreter dieser 70, genau, einer der 70. Aufrufen und darf Sie um Ihr Statement bitten. Bitte. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend. Mein Name ist Ingo Rübe. Wie gesagt, ich bin ich vertrete eins dieser 70 Unternehmen, die in Berlin sind. Und ich würde gerne, ich glaube, eingangs einmal kurz darauf hinweisen, auf die Dimension von Blockchain-Technologie, weil ich hatte den Eindruck in den Fragenkatalog, dass das nicht so hundertprozentig da wiedergespiegelt war. Im Endeffekt ist, glaube ich, der größte Impact, den die Blockchain-Technologie haben wird, nicht auf die Finanzindustrie und auch nicht auf die öffentliche Verwaltung, sondern der größte Impact ist tatsächlich auf das Internet. Weil das Internet heute beherrscht ist von monopolistischen Unternehmen. Das liegt an der Struktur des Internet, wie es konzipiert wurde und daran, wie das Web 2.0 sich entwickelt hat. Die Blockchain an sich hat das Potenzial, dadurch, dass sie eben Intermediäre ersetzen kann, diese Intermediäre zu ersetzen und damit ein Level Playing Field zu bauen für auch die Europäer. Und wir haben damit die Möglichkeit, letztendlich das Ungleichgewicht, was wir heute in der Internetwirtschaft haben, die größten Unternehmen oder die wertvollsten Unternehmen der Welt sind Internetunternehmen und sie sitzen fast alle in Amerika, bis auf einige in China, aber kein einziges in Europa. Wir haben die Möglichkeit, das aufzubrechen. Das ist, glaube ich, das größte Potenzial der Blockchain-Technologie. Und an so etwas sollten wir alle zusammenarbeiten. Wir haben in Deutschland einen, wie Sie das schon völlig richtig gesagt haben, einen enormen Standortvorteil dadurch, dass sehr viel von dem Brain, was in Blockchain weltweit passiert, tatsächlich in Berlin sitzt. Das liegt wahrscheinlich großenteils daran, dass Ethereum in Berlin entwickelt wurde und deswegen sehr viele von den Ethereum-Entwicklern halt noch hier sind und neue Projekte haben und auch genug, oder nicht genug, aber einiges an Geld haben, um solche Projekte zu starten. Das ist eigentlich erstmal sehr erfreulich. Wir haben also die besten Voraussetzungen hier, weil wir wirklich das Brain in Deutschland haben und Brain zieht immer anderes Brain an. Es ist so, dass wir wirklich ständig Delegationen aus dem Silicon Valley und aus Asien hier haben, die angucken wollen, wie wir arbeiten und an was wir arbeiten. Also wir sind tatsächlich relativ gut aufgestellt. Wir merken aber auf der anderen Seite auch, dass gerade diese Unternehmen in großer Zahl jetzt gerade nach Singapur abwandern. Und also ich kann alleine 4 Unternehmen nennen in meiner näheren Umgebung, die ihren ICO eben gerade nicht in Deutschland gemacht haben, wobei das ja auch ganz erfreulich gewesen wäre, sondern ihn lieber nach Singapur verlegt haben. Und da müssen wir uns überlegen, woran das liegt und wir müssen, glaube ich, dagegen arbeiten, weil im Endeffekt die Brainpower natürlich auch nicht ewig hier bleibt, wenn sie woanders bessere Voraussetzungen findet. Was die Firmen in Asien finden, sind auf der einen Seite Finanzierungsmöglichkeiten, die da wahrscheinlich etwas einfacher zu kriegen sind. Und auf der anderen Seite finden sie dort mehr Rechtssicherheit, als sie hier finden. Was wir brauchen also ist Rechtssicherheit. Und Rechtssicherheit bekommen wir im Endeffekt durch Regulierung. Also wir sind eine Branche, die um Regulierung bittet. Was brauchen wir konkret? Wir brauchen eine europäische Vereinheitlichung der Tokenklassen. Hier ist Deutschland anders als alle anderen europäischen Länder. Das ist ein bisschen merkwürdig und behindert uns bei der Arbeit. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, was mir wirklich extrem weiterhelfen würde, wäre ein zentraler Ansprechpartner für alle möglichen Themen, wie zum Beispiel, wie muss man eigentlich einen ICO machen, wie sind die steuerlichen Implikationen, wie macht man eigentlich eine Foundation. Wenn es einen Ansprechpartner gäbe, von der deutschen Verwaltung, wo ich eine rechtsverbindliche Auskunft darüber kriegen kann, was ich eigentlich tun muss. Das wäre total toll. Wir brauchen einen verbindlichen Leitfaden für Unternehmen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie einen ICO machen.
Also ich glaube, dass das die wichtigsten Voraussetzungen sind, die andere Länder schaffen. Und wenn man ins Beispiel Singapur guckt, muss man auch noch die Sandboxes erwähnen, die die haben. Es wird, der Rechtsrahmen wird es nicht schaffen, alle Dinge, die wir gerade tun oder brauchen, jederzeit ständig neu für uns abzubilden. Das ist klar, weil wir haben einen demokratischen Prozess, der ist immer langsamer als ein technologischer Prozess. Sinnvoll wäre es, Sandboxes zu schaffen, in denen man arbeiten kann und in denen man für einen bestimmten Zeitraum oder bis zu einem bestimmten Umsatz die Möglichkeit hat, rechtssicher zu arbeiten. Das ist das, was wir brauchen. Oh, ich war zu schnell. Vielen Dank, Herr Rübe. Ich darf als nächsten Sachverständigen aufrufen Herrn Prof. Dr. Roman Beck von der IT University of Kopenhagen. Herr Beck, bitte. Recht herzlichen Dank. Ich nehme die ungenutzte Zeit gerne in Anspruch. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, interessierte Öffentlichkeit an den Bildschirmen. Mein Name ist Roman Beck, ich bin Professor an der IT-Universität in Kopenhagen und Leiter des Europäischen Blockchain-Centers. Was ich gerade mache, ich bin für die EU-Kommission unterwegs, schreibe einen Report und Spezifikationen für ein großes System, das die EU im nächsten Jahr gerne ausrollen möchte. Ich schreibe einen Report für den Staat Dänemark über die makroökonomischen Potenziale der im Entstehen begriffenen Blockchain-Industrie für Dänemark auf die drei Key-Industrien, die für Dänemark relevant sind. Ich vertrete die Interessen Dänemarks bei der ISO im Technical Committee 307 Blockchain und DLT Systems und bin dort der gewählte Convener und verantwortlich für die Erstellung eines internationalen Blockchain-Governance-Standards in den nächsten 48 Monaten. Was wir gerade machen, wir bereiten die vierte Blockchain Summer School vor, zusammen mit den Vereinten Nationen, der Royal Bank of Canada und NIO aus Shanghai und noch weitere Partner stoßen hinzu. Die IT University wurde gerade in einem weltweiten Ranking als eine von nur zwei Universitäten genannt, die in der Europäischen Union auf spitzem Niveau weltweite Ausbildung im Blockchain-Bereich macht. So viel zum Thema Werbeblock. Zum Thema. Das Internet ist bereits heute Geschichte und Teil der Old Economy. Wenn Sie so wollen, können Sie von der Digitalisierung der ersten Stufe sprechen, die mehr oder weniger abgeschlossen ist. Sie ist gekennzeichnet durch automatische, reaktive, hierarchisch strukturierte Prozesse und Eigentumsverhältnisse. Gleichzeitig erleben wir, dass Wertschöpfung schon lange in dezentralen, global verteilten Netzen stattfindet. Outsourcing, Cloud Services, Shared Services etc. sei hier nur mal als Beispiel genannt. Dennoch sprechen wir lediglich von Unternehmen und Märkten als tragende Säulen der Wirtschaft. The Nature of the Firm von 1936 lässt grüßen. So funktioniert Wertschöpfung allerdings schon lange nicht mehr. Die Welt in der Digitalisierung 2.0, wenn Sie mir den Begriff gestatten, wird sich massiv verändern und ganz anders aussehen als die Digitalisierung 1.0. Wir werden dezentraler, autonomer, proaktiver sein als alles, was wir bisher gesehen haben. Es wird eine Welt, in der interorganisationale Systeme als sichere, robuste, unbestreitbare und überprüfbare Betriebssysteme weite Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft steuern werden. Diese Welt wird eine Blockchain-enabled Economy sein oder genauer gesagt eine Distributed Ledger-Welt. Diese Welt wird nicht primär durch Reduzierung der Anzahl von Intermediären geprägt sein. Gerne wird hier übersehen, dass das Potenzial von DLT-Systemen insbesondere zur Optimierung von Prozessen geeignet ist, von denen wir alle abhängig sind, aber die wir nicht besitzen, die wir nicht steuern. Beispiele hierfür, Turnaround von einem Flugzeug, der Frachtbrief im internationalen Handel und ja, auch die Geldwirtschaft. Diese Welt ist eine Blockchain-enabled Economy. Und jetzt habe ich mich in meinem Bereich hier vertan. Jetzt muss ich ein bisschen scrollen. Deutschland nimmt aber bisher an dieser Welt nicht teil. Digitalisierung 1.0, wenn Sie so wollen, hat faktisch in Deutschland nicht stattgefunden. Wir haben gerade schon gehört, die großen Internetgiganten, die sitzen alle ganz woanders. Ich darf hier auch auf die unzähligen klugen Kollegen verweisen, die vor mir die Ehre hatten, an genau diesem Platz zu sitzen und über Quantencomputer oder digitale Verwaltung gesprochen haben. Die haben auch alle das moniert, dass eigentlich in Deutschland sowas wie ein Digitalisierungsnotstand herrscht. Da befinden wir uns eigentlich in der guten Reihe. Es ist aber nicht zu spät, um den anderen in der Digitalisierung 2.0 zu folgen und daran teilzunehmen. Es ist allerdings auch eine herkulische Aufgabe, das muss ja jedem bewusst sein. Deutschland braucht einen digitalen Marshallplan. Wir liegen nämlich digital da nieder. Wir müssen Exportmeister von digitalen Plattformen werden, das haben meine Vorsprecher schon gesagt, und nicht nur von Gütern und Waren.
Da wir in Deutschland nie digitalisiert haben, können wir direkt in die nächste Generation der Digitalisierung einsteigen. Das mag ein Vorteil sein, zum Beispiel in Ländern, im Vergleich zu Ländern wie Dänemark, die im Prinzip den Digitalisierungsnotstand nicht so sehr begreifen, wie das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Viele Länder arbeiten an der Digitalisierung 2.0. China, Russland seien hier genannt, aber auch Unternehmen wie Maersk und Walmart bereiten sich schon für die nächste digitale Schlacht vor. China investiert 150 Milliarden US-Dollar in KI, Deutschland 3. Die chinesische Zentralbank hält bereits um die 90 Patente auf Krypto- und Blockchain-Verfahren, die Bundesbank 0. Länder wie Russland haben eine klare Strategie, wie man im März in der New York Times nachlesen konnte, die da lautet, das Internet gehört den Amerikanern, Blockchain wird das neue Internet, Blockchain geht nach Russland. Und wir? Deutschland liebt es, von der Industrie 4.0 zu sprechen. Was ist damit in aller Regel gemeint? Das sind sogenannte smarte Geräte, smarte Maschinen, voll mit Sensoren gepackt und manchmal auch etwas KI. Das sind die Muskeln, das ist das Rückgrat der Wertschöpfung. Aber was ist mit dem neuronalen Netz, den Nerven, die diese Muskeln steuern? Was ist mit dem interorganisationalen Betriebssystem, das diese Muskeln verbindet? Diese smarten Systeme werden bereits heute entwickelt, allerdings woanders. Staatssekretär Machnik sagte am 10. April in Brüssel anlässlich des zweiten digitalen Tags in Europa, Europe has a digital day, the rest of the world has a digital reality. Ich habe noch eine lange Liste, aber die ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr zu benennen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Beck. Als nächster kommt zu Wort der Präsident des Bundesverbands Blockchain, Herr Florian Glatz. Bitte. Ja, so. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Blockchain-Bundesverbands bedanke ich mich für die Einladung und die Gelegenheit, hier heute als Sachverständiger Fragen rund um die Blockchain bzw. Distributed Ledger-Technologie beantworten zu dürfen. Der Blockchain-Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verband, der sich im Sommer des Vorjahres aus der Mitte der deutschen Blockchain-Community heraus gegründet hat. Wir sind überzeugt, dass Blockchain und ähnliche auf Kryptographie basierende dezentrale Technologien grundlegende infrastrukturelle Innovationen darstellen, um eine digitale Wirtschaft und Gesellschaft auf demokratischen Strukturen in Deutschland, Europa und der Welt zu errichten. Der Staat hat dabei die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für innovative Gesellschafts- und Geschäftsmodelle zu schaffen und dem Blockchain-Verfahren eine Chance einzuräumen, sich gesellschaftlich zu etablieren. Im Sinne eines More Technological Approach gilt es dabei, nicht einfach alte Denkmuster auf ein neues Medium zu übertragen, was, wie wir wissen, auch beim Internet schon nicht geklappt hat. Vielmehr geht es darum, die Regeln und Institutionen des Staats im Alphabet der entstehenden technologischen Paradigmen neu zu buchstabieren. Die Blockchain ist kein rechtsfreier Raum, sondern idealerweise läuft der staatliche Rechtsrahmen als technisches Protokoll auf der Blockchain mit. Wie ist das zu schaffen? Liste von 5 kurzen Punkten. Erstens, in einem Kraftakt müssen wir die deutsche Rechtsordnung vom BGB bis zur kleinen Verwaltungsrichtlinie durchleuchten nach Atavismen, die in einer digitalen Welt keinen Sinn mehr machen. Das beginnt bei Formvorschriften, die noch mit einem analogen Mindset errichtet wurden, geht über zu Institutionen wie Notaren, die vielen digitalen Prozessen heute im Wege stehen, und endet bei den Grundannahmen vieler Gesetze und Regularien, die von der Existenz eines Mittelmanns ausgehen, über den man Marktzugang und Marktverhalten regulieren könnte. Die Blockchain macht in vielen Fällen Mittelsmänner im Prinzip überflüssig. Stattdessen geben sich die Nutzer eines Dienstes selbst die Regeln, unter deren Geltung sie fruchtbar zusammenwirken und arbeiten möchten. Um dieses neue Paradigma zu ermöglichen, gilt es, mit frischen Augen und mutigem Herz den Status quo zu hinterfragen. Zweitens, wie kann der Staat in einer Welt ohne Mittelsmänner seine gesellschaftspolitischen Ziele umsetzen? Ist der Staat nicht selbst der ultimative Mittelsmann? Dieses naive Rechtsstaatsverständnis lehnen wir ab. Wir glauben, der Staat hat auch im 21. Jahrhundert eine herausragende Rolle zu spielen, um ein faires, gerechtes und soziales gesellschaftliches Miteinander zu ermöglichen. Allerdings sind viele der Methoden, wie diese Ziele noch im 20. Jahrhundert sichergestellt worden sind, allmählich obsolet und mit der Entstehung der Blockchain nunmehr gänzlich fehl am Platz. Der Staat muss selbst zum Plattform- und Infrastrukturanbieter werden, um selbst Angebote für seine Bürger zu schaffen, um Relevanz und Durchsetzungskraft zu erhalten. Schon heute haben die Internetgiganten aus dem Silicon Valley mehr Wissen und mehr Einfluss über und auf die Bürger dieses Landes als der deutsche Staat. Aber noch haben wir die Chance, diese Entwicklung abzuwenden und unser digitales Schicksal selbst zu gestalten. Drittens, in einer digitalen Ökonomie bestehen fast alle Transaktionen aus Änderungen in Datenbanken. Diese Änderungen haben 2 Fixpunkte, die Datenbank selbst und die Personen, die diese Änderungen veranlassen.
Und eigentlich ist es ganz einfach. Zum einen müssen die Schnittstellen dieser Datenbanken, die heute häufig noch in staatlicher Hand sind, digital werden. Zum anderen müssen die digitalen Identitäten ausreichend rechtssicher werden. Wenn uns dies gelingt, so schaffen wir Raum für Innovation für Startups, KMUs und große Unternehmen gleichermaßen. Und dann kann auch der Staat seine gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen umsetzen, geknüpft an die freiwillige Nutzung seiner bereitgestellten Infrastruktur im Rahmen digitaler Identitätsdienste und digitaler Datenbanken. Viertens, die Digitalisierung der Verwaltung gehört zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Gerade im öffentlichen Sektor bietet die Blockchain-Technologie viele Anwendungsmöglichkeiten. Ihr intelligenter Einsatz kann die Transparenz und Effizienz von Verwaltungsprozessen stärken. Insbesondere sehen wir folgende Vorteile: ein Neudenken und tatsächliches Umsetzen des Once-Only-Prinzips, selbstsouveräne Identitäten, die nicht beim Bürgerkonto und damit an der deutschen Grenze aufhören, sondern europäisch gedacht werden, und vielleicht am wichtigsten gemeinsame Standards, damit Behörden länderübergreifend Daten austauschen können, auch in einem europäischen Kontext. Und hierzu brauchen wir Pilotprojekte, agile Entwicklungen und Change Management in Behörden, um die ersten Erfahrungen im Umgang mit diesen Technologien zu sammeln. Und mein letzter Punkt, fünftens, zuletzt müssen wir, und das ist der Schlüssel für jede erfolgreiche Zukunft dieses Landes, in die Bildung unseres eigenen Volkes investieren. Wir müssen an Universitäten, in Schulen und an Arbeitsplätzen die Möglichkeiten schaffen, digitale Fähigkeiten im Umgang mit neuen Technologien wie der Blockchain zu erlernen. Denn letztlich wird aus einer Technologie wie der Blockchain, die darauf basiert, dass viele Bürger sich einbringen durch Wissen und Infrastrukturbereitstellung, nur dann ein Erfolg, wenn eine möglichst breite Masse davon erfährt und den Umgang damit erlernt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Glatz. Das Wort hat nun Herr Jürgen Geuter, Autor und Gründungsmitglied von Otherwise Network. Bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist, wie schon gesagt, Jürgen Geuter. Ich bin Informatiker und Philosoph und Gründungsmitglied des transdisziplinären Netzwerks Otherwise Network, das sich mit Digitalisierung beschäftigt. Ich bin auch derjenige, der hier keine Blockchain verkaufen möchte. Vielen Dank erstmal für die Einladung in diesen Ausschuss und für die Gelegenheit, auch meine Gedanken beisteuern zu dürfen. Blockchain ist bei erster Betrachtung eigentlich gar kein sehr besonderes Thema. Eine Datenbanktechnologie mit sehr spezifischen Eigenschaften, die auf sehr, sehr spezifischen Einsatzszenarien abzielt und auf Basis der in den 1970ern entwickelten Idee der Merkle Trees aufsetzt. Warum beschäftigen wir uns damit in diesem Ausschuss? Nun, Blockchain hat als Begriff ein zweites Leben gefunden, als Codewort für Zukunftstechnologie, wie auch beispielsweise künstliche Intelligenz. Deutschland hat, nicht ganz zu Unrecht, da gebe ich meinen Vorrednern recht, Angst, international technologisch abgehängt zu werden. Dem Hype-Begriff Blockchain zu folgen, soll Deutschland quasi den Anschluss an die Zukunft sichern. Blockchains made in Germany 4.0 quasi. Dabei dreht sich die Diskussion aber nicht mehr um eine spezifische Technologie mit spezifischen Eigenschaften, sondern um einen fast magischen Begriff. Egal, was das Problem ist, Nachverfolgung in Logistikketten, Immobilienregister, Wahlen oder die Probleme, die der Brexit an der Grenze zwischen Nordirland und Irland schafft, die Blockchain soll es irgendwie richten. Leider ist die Technologie trotz der 10 Jahre, die das Paradebeispiel Bitcoin nun fast alt ist, keineswegs robust genug für den Einsatz in vielen kritischen Szenarien. Bitcoin selbst hat immer wieder mit Bugs zu kämpfen, die zum Verlust oder der ungewollten Übertragung von Coins führen. Und nicht mal die Entwickler der Programmiersprache, mit der Smart Contracts in der populären Ethereum-Blockchain geschrieben werden, schaffen es, ihre Contracts irgendwie sicher zu formulieren. Real existierende Blockchains spielen vor allem eine Rolle als Mittel für unregulierten Wertpapierhandel, sogenannte ICOs, Schneeballsysteme und Spekulationen mit virtuellen Assets, die fälschlicherweise manchmal als Währungen bezeichnet werden. Blockchain-Lobbyismus spricht viel von Potenzialen, wir haben es gerade auch gesehen. Ein typischer Blockchain-Text findet hauptsächlich im Konjunktiv und Futur 1 und 2 statt. Doch natürlich gibt es reale Prototypen. Diese zeigen allerdings, dass sich die Versprechen kaum erfüllen, nur mit extremen technischen und wirtschaftlichen Aufwänden angerissen werden können oder sind, wie bei der viel zitierten estnischen KSI-Blockchain zur Verwaltung von Pässen und EIDs, schlicht keine Blockchains. Es wurde nur draufgeschrieben. Aus diesen Gründen ist es auch nicht verwunderlich, dass der Blockchain-Hype in einer in diesem Monat veröffentlichten Studie von Forrester Research als beendet erklärt wurde, da im Vergleich zum Vorjahr die S&P 500-Firmen kaum noch über Blockchain sprechen. Dazu passt auch der Bericht der australischen Digital Transformation Authority, die von Mai bis Oktober im Auftrag der australischen Regierung untersuchen sollte, in welchen Bereichen Blockchains den meisten Wert für die australische Wirtschaft haben würden. Das Fazit: For every use of blockchain that you would consider today, there is a better technology.
Internationally, most of the hype around blockchain is coming from vendors and companies, not from governments or users and deliverers of services who are saying blockchain's the solution to our problem. Blockchain wird im Diskurs, auch durch seine Fürsprechenden, mit Versprechen und Hoffnungen überladen, die eine technisch gar nicht so uninteressante, aber extrem spezifische und technisch noch unreife Datenbanktechnologie überhaupt nicht leisten kann. Die heute populäre Frage, die sich auch im hier vor der Sitzung versendeten Fragenkatalog stellte, wie kann man Blockchain für X einsetzen, steht auf dem Kopf. Es ergibt keinen Sinn bei bestimmten konkreten Es ergibt nur Sinn, bei bestimmten konkreten Problemen Blockchains als eine mögliche Datenbanktechnologie unter diversen anderen zu evaluieren. Die Idee, personenbezogene Daten, hoheitliche Aufgaben oder gar Gesundheitsdaten in Blockchains abzubilden, ist nicht nur aus Sicht bestehender Regulierung wie der DSGVO mit großer Vorsicht zu genießen. Datenbanken, aus denen Daten nicht sicher entfernt werden können, beziehungsweise Zugriff auf Daten verlässlich und garantiert, kontrolliert, protokolliert und unterbunden werden kann, schließen sich insbesondere in Bereichen, die die Daten natürlicher Personen betreffen, eigentlich von selbst aus. Grundsätzlich scheint es schon nicht sinnvoll, in einer schnelllebigen Technologiewelt seine Politik an einer spezifischen Nischentechnologie auszurichten. Blockchains sind keineswegs wertlos oder ihr Einsatz immer falsch. Sie sind nur bei weitem nicht die Silver Bullet für die technische Lösung sozialer Probleme, als sie häufig dargestellt werden. Der Aufbau von Vertrauen ist ein soziales Problem und kein technisches. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Geuter. Und zum Abschluss der sachverständigen Statements darf ich Herrn Prof. Dr. Dr. Walter Blocher von der Universität Kassel um seine Aussagen bitten. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bin in Kassel Professor für bürgerliches Recht, Unternehmensrecht und Informationsrecht, bin österreichischer Staatsbürger, wie Sie bereits im ersten Satz gehört haben, und ich habe in Kassel ein Blockchaincenter.eu initiiert und bin immer noch dessen Sprecher. Es geht dabei auch gar nicht darum, Ihnen oder sonst jemandem Blockchain zu verkaufen, sondern wir sind einfach zutiefst überzeugt davon, dass das eine möglicherweise bahnbrechende Technologie sein wird, die wir mit der gebotenen objektiven Distanz als Forscher möglichst multidimensional und eben geradezu multidisziplinär erforschen wollen. Bin sehr froh, dass ich die Gelegenheit habe, heute auf Ihre Fragen zu antworten und bedanke mich für diese Einladung. Ja, ich hatte vielleicht ursprünglich vor, etwas anders meine Ausführungen zu beginnen, aber die Ausführungen meines unmittelbaren Vorredners spornen mich doch an, es ein wenig mehr zu pointieren. Wir haben vieles über das Internet gehört und ich möchte mit Ihnen gemeinsam noch ein bisschen weiter in die Zeit zurückreisen und an andere, noch größere Errungenschaften im Bereich der Kommunikation in Erinnerung rufen. Da denken Sie wahrscheinlich an die Entwicklung der Schrift und genau die habe ich gemeint. Vor mehr als 5.500 Jahren haben die Sumerer, man muss eigentlich sagen, die sumerischen Reiche, die Keilschrift nicht etwa entwickelt, um naturwissenschaftliche Zusammenhänge und Einsichten, die man bis dorthin erkannt hatte, oder gar philosophische Erkenntnisse für die Nachwelt festzuhalten. Nein, es ging um die Entwicklung eines Mittels zur effizienteren Gestaltung der Palastverwaltung, insbesondere der Steuereintreibung, aber auch um, heute würden wir sagen, aus privatwirtschaftlicher Sicht darum, dass Geben und Nehmen von Kredit aufgezeichnet werden könnten. Und das waren beides Grundlagen für den Ausbau und die Entfaltung der arbeitsteiligen Wirtschaft, auf der fast alles, was wir heute schätzen, abgesehen von der freien Natur, die wir auch sehr schätzen werden und sollen, zu verdanken ist. Nur haftete dieser Technologie eine Problematik an, eigentlich zwei Problematiken. Zunächst brauchte man nämlich den fairen Buchhalter. Das heißt, man brauchte jemanden, der tatsächlich die gegebenen und zurückgezahlten Kredite fair aufzeichnete. Das könnte eigentlich nur der Vertrauenswürdigste sein, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und das wäre der König gewesen, aber der hatte anderes zu tun. Und darum am Anfang dieser Oberbuchhalter tatsächlich der Bruder des Königs. Das kann man sich vorstellen, ist bis heute ein Problem. Und Bilanzfälschungen gibt es bis in die jüngere Zeit herauf, zum Beispiel bei Enron mit den Folgen wie Sarbanes-Oxley und so weiter und so fort. Darüber muss ich an dieser Stelle, glaube ich, keine weiteren Worte verlieren. Die zweite Problematik liegt im Bereich des Mediums. Am Anfang waren es Tontafeln, später Papyrus und Papier. Alles konnte einerseits auch später gefälscht werden, konnte aber auch einfach verloren gehen,
ein Raub der Flammen werden, wie die Bibliothek von Alexandria. Und manchen historisch Interessierten tut das heute noch im Herzen weh, dass damals das gesammelte Wissen der damaligen Welt sozusagen auf einen Schlag verloren gegangen ist. Dann kam die Digitalisierung, das ist noch ziemlich rezent, ja, das war bestimmt auch ein Kommunikationsmeilenstein in der Menschheitsgeschichte. Aber was war damit möglich? Und da kann ich mich ja im Wesentlichen auf das, was die Vorredner bereits gesagt haben, beziehen. Wir hatten seinerzeit, und ich war einer der ersten Nutzer des Internets in Österreich, viele von Ihnen, weil die zu jung sind, werden gar nicht mehr ganz genau wissen, wann es nach Deutschland kam, war 1989, nach Österreich 1990. Da hatten wir viele blauäugige Vorstellungen, was man alles damit machen könnte. Es kam zum Teil ganz anders, durch netzwerkökonomische Effekte, durch Effekte der Datenökonomik und so weiter und so fort, kam es zu diesen großen Intermediären, die heute eigentlich keinen Markteintritt mehr von alternativen, besseren Geschäftsmodellen zum Beispiel zulassen. Die Digitalisierung brachte das Internet eins gewissermaßen und die Dissemination von Wissen, auch etwas ganz Wichtiges, aber es ist ein Internet der Kopien gewesen, ein Internet der Information und ein Internet der Kopien. Es gibt dort keine Originale. Die Blockchain schafft die Möglichkeit des Internets der Originale und damit das Internet der Werte. Es ist nach unserer bisherigen Einschätzung eine großartige Technologie, die dabei ist, sich zu einer der Säulen für das Gelingen der digitalen Transformation zu entwickeln. Nun werden Sie vielleicht von uns wissen wollen, was kann die Politik für die Förderung einer solchen Technologie tun? Da habe ich mir 4 Punkte notiert. Zunächst mal die rasche Setzung eines rechtlichen Rahmens, etwa die Klarstellung, dass die DSGVO öffentlich Erlaubnis freien Blockchains gerade nicht entgegensteht, ein klarer Rahmen für ICOs, und die Ermöglichung, wir hatten es heute schon gehört, von Sandboxes, etwa für die Erprobung der dezentralen Energieversorgung oder blockchain-gestützte Finanzdienstleistungen, die Verbesserung der einschlägigen Humanressourcen in Ministerien und Ämtern, BSI, Bundesnetzagentur, sind hier völlig unterausgestattet, Förderung der Awareness und des Wissens sowohl für Unternehmer als auch auf der Ebene von Verbrauchern, also Bildungsaufgabe und schließlich bestimmt auch die Forschungsförderung. Mein Heimatland Österreich, das in fast allen Kennzahlen ein Zehntel kleiner ist als Deutschland, ist in der Lage, und darüber wird es heute noch eine Presseaussendung geben, nach dem, was ich gehört habe, mit einer einzigen Förderlinie 20 Millionen Euro nur für Blockchain-Technologieerforschung in die Hand zu nehmen. Da sollte es für Deutschland möglich sein, mindestens 200 Millionen flüssig zu machen, was derzeit ungefähr 55.000 Bitcoin entspricht. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Professor Blocher, und Ihnen allen für diese wunderbare Bandbreite auch an Aussagen. Ich darf nun einsteigen in die Fragerunde der Abgeordneten. Ich darf bitten, in 2 Minuten relativ kurz und knapp die Fragen zu stellen und die Sachverständigen dann in 3 Minuten versuchen, die Antworten zu geben. Die Abgeordneten haben die Möglichkeit, ihre Frage an einen oder an 2 Sachverständige zu stellen. Und beginnen wird für die CDU-CSU-Fraktion Herr Heilmann, bitte. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen und insbesondere auch für Ihre schriftlichen Ausführungen, die allein so informationsreich waren, dass ich sie sicher noch zweimal lesen muss, um wirklich alles erfasst zu haben. Die erste Frage, die ich an Herrn Friedkin und an Herrn Röb stellen würde, ist: Fremddaten sicher weiterverarbeiten. Ist das ein Hauptproblem der Blockchain und wie könnte man das darstellen? Dann weiter an Herrn Professor Friedkin die Frage zu Ihrer Seite 3. Sie erwähnen dort Corda und IOTA. Die allgemeinere Frage: Können wir eigentlich, ohne dass sich eine Standardisierung dieser Technologien durchgesetzt haben, eigentlich als Regulierer auf irgendeinen Standard setzen oder müssen wir warten oder könnten wir ihn abstrakt definieren? Dazu passt die Frage auf Ihrer Seite 12, haben Sie vom IEEE Standard Association gesprochen. Vielleicht können Sie uns da noch ein paar ergänzende Informationen geben. Wer macht das? Wie etabliert ist das? Und welchen Sinn hat das? Zu Herrn Rübe würde ich gerne noch fragen. Wie bitte? Ich habe bisher nur an 2 gestellt. Aber ich darf nur eine Frage stellen. Gut, wie? Ich habe noch 46 Sekunden, also 2 würde ich jetzt noch gerne stellen. Ich hätte noch viel mehr Fragen, nämlich beim Proof-of-Stake-Konzept. Wie sicher ist das und wie stark könnte es dabei eine Manipulierbarkeit durch den Besitz von sehr vielen Stakes geben? Und dann habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, was dieses Framework Parity Substrate ist. Also meine 2 Minuten habe ich eingehalten, mit den Fragen habe ich vielleicht. Antworten beginnt, Herr Professor Friedkin, bitte.
Gut, vielen Dank. Zunächst mal, die erste Frage ging ja in die Richtung, fremde Daten weiter zu verarbeiten. Ich nehme damit an, also zu diesem Szenario sprechen Sie damit an, ich bekomme Daten von meinen Kunden und ich komme auf die glorreiche Idee, die auf die Blockchain drauf zu speichern. Das ist im Kontext jetzt, oder von Bürgern als Verwaltung, das ist natürlich im Kontext der DSGVO ein sehr, sehr kritischer Punkt. Wir hatten jetzt auch schon das Thema DSGVO versus Blockchain als Thema. Ich kann berichten, zunächst mal würde ich das nicht empfehlen. Es gibt aber auch Mittel und Wege, das zu umgehen. Ein Weg, das zu umgehen, das ist, indem Sie die eigentlichen, ich mache es konkret, personenbezogenen Daten nicht konkret direkt auf der Blockchain speichern, sondern indem Sie die Off-Chain vorhalten und indem Sie On-Chain eher die Prozesse koordinieren. Das heißt, auf der Chain liegen dann Verweise, die dann auf Off-Chain-Datenhaltung zielen, die aber trotzdem On-Chain gehalten werden. Jetzt können Sie sich fragen, warum mache ich das Ganze? Wozu brauche ich denn dann die Chain? Das gibt konkrete Anwendungsfelder, können wir uns konkret darüber auch noch im Detail unterhalten. Also bei unserem Projekt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zeigt quasi das, was an Prozessdaten auf der Blockchain liegt, dann auf personenbezogene Daten, die in den einzelnen Behörden vorliegen. Die möchte man dort nicht speichern, weil dort hätte man entsprechend das Problem, möchte man nicht auf der Blockchain speichern, weil ansonsten hätte man das Problem, dass man sie dort eben nicht mehr löschen kann. Es gibt aber auch schon Überlegungen in Richtung Löschung, was man dort noch weitermachen kann, aber das sind auch noch technische Entwicklungen, für die wir gerne die 200 Millionen Förderung verwenden könnten. Das vielleicht zu dem Thema. Ihre zweite Frage, die ging in die Richtung Corda, IOTA. Das sind DLT-Lösungen. Das sind quasi aktuell verwendete Technologien, aktuell auch noch zu einem Teil stark in Entwicklung befindliche Technologien. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es aktuell verfrüht ist, einzelne Technologien zu standardisieren, sondern dass es sinnvoll wäre, die Technologien im Auge zu behalten, die technologische Entwicklung im Auge zu behalten, aber den Technologien auch ihren Freiraum zu lassen, dass sie sich in der Richtung entwickeln können, auch kreativ entfalten können, die vielleicht anwendungsfallspezifisch auch unterschiedlich sein kann. Nicht jeder Anwendungsfall braucht die gleiche Grundlagentechnologie. Das ist nicht ein, ich entscheide mich für eins oder das andere und das muss ich dann in jedem Anwendungsfall durchziehen. Was viel wichtiger ist, das sind aus meiner Sicht Standardsetzungen eher im Bereich, wie ist damit umzugehen. Wie muss ich beispielsweise so etwas wie, was ich vorhin im Eingangsstatement gesagt habe, Gewaltenteilung abbilden aus so einer Technologie? Das wäre aus meiner Sicht die viel relevantere Frage, also quasi regulatorische Governance-Fragestellungen, die ich einzelne Lösung herumspinne und wo ich definieren muss, wie das zu designen ist. Und das passiert aber momentan noch vergleichsweise wenig. Vielen Dank, Herr Professor Fütgen. Der zweite Teil der Fragen ging an Herrn Rübe. Gut, einmal zum Proof of Stake. Vielleicht einmal ganz kurz, warum haben wir überhaupt Proof-Algorithmen? Die haben wir, um herauszufinden, wer den nächsten Block minen darf. Also wer darf eigentlich an die Blockchain als nächstes was ranschreiben? Die erste Variante, die wir davon hatten, war Proof of Work. Da musste man halt sehr viel arbeiten. Arbeiten bedeutet im Fall von Bitcoin zum Beispiel sehr viel Strom verbrauchen. Dafür, dass man die Chance hat oder eine hohe Chance hat, den nächsten Block zu minen. Warum wurde das gemacht? Im Endeffekt ist dieser Strom, den man da reintut und auch den Rechner, den man vorher kaufen muss, damit er den Strom verbraucht, das ist ein Investment. Und es soll immer noch die Menschen davon abhalten, sich falsch zu verhalten, also falsche Dinge zu tun. Denn wenn ich falsche Dinge tue, dann ist im Endeffekt mein Investment für die Katz gewesen. Das ist die Idee dahinter gewesen. Dann hat man festgestellt, dass das relativ viel Strom verbraucht und vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Dann hat man gefragt als nächstes, wie kann man eigentlich ein Investment sonst darstellen. Naja, man kann es einfach so als Investment darstellen. Ich kann einfach sagen, 100 Leute sind potenzielle Leute, die den nächsten Block meinen und sie haben jetzt die Möglichkeit, einen Stake zu setzen. Insgesamt setzt der eine 10 Stück, also 10 Euro oder was auch immer. Der nächste setzt 100 und dann hat der 100 gesetzt hat, halt eine 10-mal größere Chance, den nächsten Block zu gewinnen. So, das ist ein einfaches Prinzip, wie man das machen könnte. Man hat einen Stake gesetzt und wenn man sich falsch verhält, dann ist der Stake eben weg, der wird einem durch den Smart Contract entsprechend weggenommen. Deswegen hat man keine Motivation, falsch zu handeln. Ja, das ist die Idee hinter Proof of Stake.
Sie haben völlig recht. Dieses System ist, hat ein Riesenproblem drin. Dieses ist nämlich so, dass die Reichen damit immer reicher werden. Wenn ich viel staken kann, ist meine Chance, den nächsten Block zu gewinnen und damit auch den nächsten Block Reward zu gewinnen, wesentlich größer. Deswegen ist Proof of Stake leider nicht so einfach umsetzbar, sondern braucht auch außenrum etwas, was wir eine Governance nennen, also zusätzliche Regeln, wie viel man eigentlich maximal investieren kann, wie oft man hintereinander gewinnen kann und so weiter. Das sind hochkomplexe mathematische Probleme, die sich da auftun. Und es ist tatsächlich auch eine sehr, sehr große Gefahr da drin, dass man Proof-of-Stake-Algorithmen, ähnlich wie Proof-of-Work-Algorithmen, bei denen wir auch gesehen haben, dass der Reichere im Endeffekt jetzt immer die ganzen Blocks bekommt, also im Allgemeinen große Mining-Farmen. Da ist ein Problem. Diese Probleme müssen durch Internet Governance durch Blockchain Governance gelöst werden. Das ist einer der Punkte, wo man merkt, es funktioniert nicht, wenn man alleine nur Informatiker an den Tisch setzt, sondern Informatiker müssen hier zusammenarbeiten mit Philosophen. Sie müssen zusammenarbeiten mit Betriebswirten, mit Volkswirten, mit Mathematikern. Nur dann kommt da etwas raus. Das ist eine schöne Forschungsrichtung. Oh, ich habe nur noch 12 Sekunden. Parity Substrate, ganz kurz, ist ein Framework, was in Berlin entwickelt wurde von der Firma Parity. Das ist im Gegensatz, wenn Sie kennen alle Ethereum, darauf können Sie entwickeln mit einer Programmiersprache, die heißt Solidity. Im Endeffekt sind Sie dann aber immer in dieser Ethereum-Blockchain gefangen. Und wenn Sie eine eigene Blockchain entwickeln wollen, dann können Sie dafür, es gibt mehrere, zum Beispiel das Framework Parity Substrate verwenden, mit dem man relativ schnell mit ordentlich Fachwissen tatsächlich eine Blockchain bauen kann, die dann die eigene Blockchain wird, also sozusagen eine Grundlage zum Blockchains bauen. Vielen Dank, Herr Rübe. Für die SPD-Fraktion, Herr Zimmermann, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich eben noch gefragt, was wohl gewesen wäre, wenn wir vor einem Jahr 55.000 Bitcoins aus dem Bundeshaushalt erworben hätten, was wir dann heute wohl für eine Diskussion hätten hier im Haus. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne jeweils eine Frage an Herrn Beck und dann an Herrn Blocher stellen. Herr Beck, ich würde Sie gerne noch mal fragen, auch zum Thema Standardisierung, ob Sie einfach noch mal kurz beschreiben könnten, wie aus Ihrer Sicht aktuell so dieses Thema international funktioniert, stattfindet. Das ist ja, ich sag mal, wir eigentlich in Deutschland sind wir Standardisierungsweltmeister. Das liegt irgendwie sehr auch in unserer Industrie. Also wie das aktuell abläuft und wie Ihre Wahrnehmung ist. Sie sind ja sozusagen unter Vertrag bei einem befreundeten Nachbarland, wie Ihrer Meinung nach Deutschland da aufgestellt ist. Und meine Frage an Herrn Blocher wäre relativ allgemein, da Sie ja den juristischen, den rechtlichen Background haben, würde mich einfach mal interessieren, wir haben ein sehr weites Feld, das ist klar. Aber vielleicht könnten Sie noch mal aus Ihrer Sicht darstellen, wo Sie wirklich allgemein die größten juristischen, die größten rechtlichen Herausforderungen im Kontext von Blockchain sehen. Nicht nur bezogen jetzt auf ICO und auf Kryptowährung, sondern allgemein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann startet Herr Professor Beck. Recht herzlichen Dank für die Frage. Ja, in der Tat, ich bin dänischer Staatsangestellter, ich bin trotzdem gern hier. Standardisierung bei der ISO. Im April letzten Jahres in Sydney, auf Initiative von Australien hin, wurde diese Technical Committee 307, Blockchain- und DLT-Systeme, ins Leben gerufen. Zu dem Zeitpunkt haben sich viele Länder kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt, im Sinne von, ist es nicht eigentlich schon noch viel zu früh, um über Blockchain-Standardisierung zu sprechen, denn wir haben das ja auch gerade hier gehört, die Technologie ist noch im Entstehen begriffen, ist noch kein richtiger Reifegrad, kein Sattelpunkt erreicht, wo man eigentlich eine Standardisierung durchführen kann. Man hat sich trotzdem dafür entschieden, die Länder, die dafür gestimmt haben, haben zwei Länder dagegen gestimmt, in einem Land befinden wir uns heute, haben sich dafür entschieden, weil sie gesagt haben, wenn diese Standards dann irgendwann mal fertig sind, dann brauchen wir sie auch. Standardisierung in der ISO im internationalen Kontext, das sieht ähnlich aus wie hier, mit einer kleinen Fahne von Dänemark vor mir und dann sage ich, Dänemark ist gegen den Vorschlag von Russland oder sowas, dauert 4 Jahre. Und in 3 Jahren, das erste Jahr ist schon um, erhoffen wir, dass wir tragfähige, nutzbare Standards entwickelt haben werden, mit denen dann im Prinzip auch Unternehmen hier, sowohl Startups als auch große Unternehmen, etwas anfangen können. Denn Standards in Kombination mit guter Regulation ist Good Compliance.
Sie brauchen das in diesem Bündel. Jetzt fangen wir mit den Standards an. Und die Standards, die aus meiner Sicht sehr, sehr zentral sind, sind die Standards, die sich mit elektronischer Identität, mit der Identity auseinandersetzen. Also so, wer granted Identity und wie wird Identität gemanagt? Und das andere Thema ist das bereits angeklungene Governance, mit dem ich mich beschäftigen darf, die nächsten 48 Monate. Seit Moskau, seit 3 Wochen, wo wir uns das Thema und davor schon als 12 Monate als Convener der Study Group, indem wir uns mit dem Thema Governance auseinandersetzen. Denn Sie haben Themen wie On-Chain und Off-Chain Governance, also das Interplay von regulatorischen Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern und die Governance, die innerhalb einer Blockchain-Lösung ausgeführt werden kann. Wir reden darüber über Multi-Jurisdictional Spheres, also wir haben ja auch schon in Europa grenzüberschreitend die Thematik, dass wir rechtsverbindliche Verträge abschließen wollen. Ihnen ist sicherlich auch bekannt, dass die European Blockchain Partnerschaft, European Blockchain Services Infrastructure seit April diesen Jahres intensiv daran arbeitet, eine europäische Blockchain-Infrastruktur für Public und Private Use zu erarbeiten. Da sitze ich auch mit drin aus dänischer Sicht. Da geht es auch darum, die Schaffung von Plattformen standardisiert, die es uns ermöglichen, grenzüberschreitend innerhalb der EU Daten austauschen zu können. Zur Vermeidung von Steuerhinterziehung, zum Management von Frachtbriefen, Gesundheitsthemen und so weiter. Innerhalb der ISO ist es ganz klar erkennbar. Es gibt Länder, die haben eine klare Strategie. Ich bin damit auch schon kurz in meinem Vortrag darauf eingegangen. Andere Länder schicken dann einen Universitätsprofessor wie mich und der beschäftigt sich mit dem Thema, weil sich dafür interessiert. Vielen Dank. Und dann darf ich Herrn Professor Blocher bitten. Ja, ich soll skizzieren, welche Herausforderungen die größten sind im Bereich der Neugestaltung des Rechtsrahmens, die eben, sagen wir mal, Blockchain oder DLT wäre. Bereits in meinen einführenden Worten habe ich auf die DSGVO verwiesen. Das weiß ich aus vielen, vielen Gesprächen mit Kollegen aus der Industrie, die sagen, das ist für sie wirklich derzeit eine Geschichte, wo das Ganze ein wenig auf Eis liegt, weil man von Datenschützern immer wieder mal hört, öffentliche Blockchains wären damit wären nicht DSGVO-kompatibel, sozusagen nicht konform. Das ist meines Erachtens, ich bin kein Datenschutzexperte, aber deutlich zu kurz gedacht. Da beginnt es eben schon damit, wenn wir ausgehen von Artikel 8 etwa der Europäischen Grundrechtecharta, das ist, wenn Sie sich den Absatz 2 dort ansehen, geradezu eine Einladung dazu, für die Mitgliedstaaten beim Datenschutzrecht nicht das nur als Individualschutzrecht zu sehen, sondern durchaus abzuwägen, eine größere Interessenabwägung durchzuführen und eben auch zu überlegen, wie man den Fortschritt nicht blockiert. Und derzeit sind wir aber in einem Status, wo durch falsche Auslegungen, wovon ich fest überzeugt bin, die DSGVO als Keule sozusagen genutzt wird, um zu sagen, wer so etwas auf seinem Rechner als Knoten speichert, wäre ja mit einem Bein bereits, wie man in Wien sagt, im Kriminal. Ja? Das heißt, würde sich damit irgendwie jetzt dann strafbar machen oder zumindest halt irgendwelche Bußgelder auf sich ziehen. Das müsste man einfach mal klären. Ich glaube, dass es kein großes Hexenwerk ist. Da gibt es bereits auch Literaturstimmen, die das auch multidisziplinär sich angesehen haben. Hier haben wir halt generell ein Problem, dass wir immer multidisziplinär arbeiten müssen, sonst kommt man zu Scheuklappenlösungen, die nicht passen. Dann wird natürlich ein rechtlicher Rahmen erwartet von der Bundesrepublik, gerade weil sie einen guten Namen auch als Finanzplatz hat für ICOs und ITOs, das heißt also auch in den Token Offerings, wie es heute auch häufig heißt. Da geht es gar nicht so sehr darum, wie der dann aussieht, sondern es muss ihn geben, ja, damit eben Investitionssicherheit herrscht. Sonst werden auch Investitionen hier on hold gesetzt oder man geht anderswohin. Der Trost zieht einfach weiter, weil wir hier es mit einem Bereich zu tun haben, der im Prinzip ja global ist. Und da geht es eben nur darum, wo sind die besten Investitionsmöglichkeiten und Investitionsschutzbedingungen gegeben. Und dort werden dann die neuen Arbeitsplätze geschaffen. Dass welche wegfallen, das ist klar, die werden ohne weiteres bei uns auch wegfallen, aber dass wir neu attrahieren, die vielleicht noch mehr sind unterm Strich, das sollte das Ziel sein. Dann kann man natürlich über die Regelung von Kryptowährungen nachdenken. Ich glaube, dass es da nicht darum geht, dass man beim Tausch von Kryptowährungen in andere Sachen, sage ich jetzt einmal, wenn man ein Auto kauft oder was immer, etwas regulieren müsste. Wichtig ist es dort, wo man sozusagen in die Kartoffeln reingeht und aus den Kartoffeln wieder rausgeht. Das heißt, immer dann, wenn von Fiat Money, wie die Kryptoszene sagt, in Kryptowährungen getauscht wird, dann brauchen wir KYC, ELM, also man muss wissen, wer das jetzt ist, damit hier nicht ein Instrument für Geldwäsche etwa geschaffen wird oder für anderes kriminelles Verhalten. Es gäbe noch viel zu sagen, aber keine Zeit. Vielen Dank. Für die AfD, Herr Kammann.
Ja, einfach die Frage in die Runde. Ich glaube, das erste war der Herr Rübe, der das gesagt hat. Und zwar, Blockchain fördert die Zusammenarbeit bei KMUs. In welchem Zusammenhang sehen Sie das? Gibt es da Branchen, die Sie prädestinierter sehen als andere? Und gibt es unterschiedliche Nutzenpotenziale in der Größe der KMUs? Kann also ein kleinerer mehr damit anfangen, Ihrer Meinung nach, als ein größeres Unternehmen? Die zweite Frage wurde auch hier definiert. Es ging zu dem Plattformgeschäft. Sehen Sie das bisherige Plattformgeschäft, welches zurzeit von Unternehmen aus, ich sag mal, schwerpunktmäßig USA und China betrieben wird? Und also außerhalb Europas durch Blockchain nach dem Motto zurück auf los in naher Zukunft? Und wenn ja, was müsste passieren, um das zu erreichen? Und die 0,3. Also glauben Sie, dass die oder können Sie sich vorstellen, dass die Technologie Blockchain eine wesentliche Rolle bei der Sicherung der Datensouveränität des Bürgers spielen könnte? Vielen Dank, Herr Kammann. Die Fragen gingen an wen? Die erste Frage an den Herrn Rübe und die zweite und dritte? Wer sich bemüßigt fühlt, da zu antworten und die Kompetenz dafür hat. Oder? Ich lege einfach mal los und versuche alles in 3 Minuten. Also, dann machen wir zuerst die erste Frage, Herr Rübe. Und dann. Nee, Sie machen alles, Herr Rübe. Also, ich rede einfach mal los. Dann Herr Friedken und Herr Rübe. Okay. Also Thema zunächst mal Zusammenarbeit bei KMUs. Also dort ist die Sache halt die, gerade kleine Unternehmen haben meistens nicht die Kapazität, jetzt einfach mal ein plakatives Beispiel, einen eigenen Online-Shop aufzumachen. Also was machen sie? Sie machen den Online-Shop, sie verkaufen über eBay, sie verkaufen über Amazon. Sie machen sich damit abhängig von Plattformanbietern. Wenn man das Ganze noch ein bisschen weiterdenkt, dann kann das noch mehr KMUs betreiben. Wir können eigentlich in jeder Branche, wo wir kleinteilig sind, Handwerk oder dergleichen, könnten wir erwarten, dass Plattformen entstehen oder aber auch wir hoffen, dass es vielleicht keine Plattformen auf zentraler, monopolistischer Basis gibt, sondern dass man vielleicht diese Technologie nutzen kann, dass dort auch Anbieter und Nachfrager zusammenkommen, eben ohne, dass es einen quasi Monopolisten gibt, der sich aus der Plattformökonomie ergibt. Jetzt haben Sie die Frage gestellt, ob diese Monopolisten aus den USA dadurch auch abgelöst werden können. Da mache ich eher ein Fragezeichen dran persönlich. Das ist eine Meinung, aber da mache ich eher ein Fragezeichen. Warum? Und zwar deswegen, weil diese Monopolisten einen Unterschied haben zur Blockchain und zwar agieren die wirtschaftlich, agieren die strategisch und sie machen sowas wie Werbung und normalerweise wird es dem Endkunden eigentlich egal sein, ob er jetzt über eine Blockchain-Lösung irgendwie was gemacht hat oder ob er etwas über eine zentrale Plattform gemacht hat. Sehr wohl wird aber ein Unternehmen aus einer Business-Perspektive sich überlegen, ob es sich in eine Abhängigkeit eines Plattformbetreibers geben möchte. Das beobachten wir in sehr, sehr vielen Branchen, also auch wirklich sehr branchenübergreifend. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass man eben die Potenziale der Plattformökonomie mit Hilfe der Technologie heben könnte, ohne dass man einen monopolistischen Plattformbetreiber braucht. Die letzte Frage, da ging es in die Richtung der Datensouveränität. Ich habe noch ein paar Sekunden Zeit, ansonsten übergebe ich noch mal an jemand anderen, der sich berufen fühlt. Das Thema der Datensouveränität. Die Frage ist, wer verwaltet die Identität eines Bürgers? Das ist die Kernfrage. Jetzt kann man natürlich als gewisse staatliche Aufgabe sehen, aber es gibt natürlich auch eine Frage, ob wir den gläsernen Bürger, ob das etwas wäre, was wir vielleicht bei uns in Deutschland auch gar nicht unbedingt wollen. Es ist ja auch aus der deutschen Historie heraus vielleicht nicht so schlau, dass man irgendwie eine zentrale Stelle hätte, die den Überblick über alles, was ein Bürger in Deutschland tut, hat. Und insofern ist es wünschenswert, dass man das in einer gewissen Form unabhängig hält. Digitalisierung tendiert dazu, Daten zu zentralisieren. Blockchain kann genutzt werden, um Daten zu dezentralisieren in aller Knappheit. So eine digitale Identität könnte eben geschaffen werden, in dem Sinne, dass man eine Blockchain-basierte Identität hat, die vielleicht Glaubwürdigkeit bekommt aus verschiedenen Quellen. Die können staatlich sein, die können auch privat sein und dann entsprechend eingesetzt werden kann von dem Bürger. Ein zweiter Sachverständiger hätte noch die Möglichkeit. Einigen Sie sich darauf, wer? Okay, danke. Herr Glatz. Also da geht es um das Thema KMU vor allen Dingen. Wie kann die Blockchain da helfen? Da möchte ich berichten. Ich saß Montag vergangener Woche im Bundesfinanzministerium. Da gab es einen Workshop zu dem Thema
Wie gehen wir mit sozusagen Internetregulierung um und vor allen Dingen im Bereich Data-Driven Markets? Also wie können wir Wettbewerbsfähigkeit sichern in Deutschland, wo wir eben keine Internetgiganten haben, die riesige Datenkraken sozusagen aufgebaut haben? Und da war im Grunde die Empfehlung aller geladenen Experten, dass wir sowas wie eine Art Data-Sharing-Policy brauchen, also dass große Unternehmen, die möglicherweise der Marktmacht sich erkämpft haben und dadurch besonders viele Daten sammeln, dass die in irgendeiner Form dazu gezwungen werden müssten, diese Daten an Mitbewerber zu teilen, sodass wir von einem Wettbewerb um einen Markt zu einem Wettbewerb in einem Markt wieder gelangen können, was eben gerade in dem Plattformparadigma des Web 2.0 nicht gegeben ist. Und wenn man sich jetzt fragt, na gut, wie können wir so eine Datenallmende, eine Data-Sharing-Policy schaffen, dann landet man eigentlich automatisch bei Blockchain, weil Blockchain ermöglicht zwei Dinge. Zum einen die Entkoppelung der Datenbank von dem Plattformanbieter, die Entkopplung des Intermediärs von den Daten, die gesammelt werden, und führt gleichzeitig schon den Datenstandard ein, auf dem dann diese Daten geteilt werden. Wenn ich da jetzt mit einem alten Mindset herangehe und einfach nur sozusagen eine Rechtsvorschrift formuliere, die eben sagt, na gut, marktmächtige Unternehmen müssen ihre Datenbanken aufmachen, ja, dann ist die nächste Frage, wie machen sie die Datenbanken auf? Auf welchem Standard werden eigentlich diese Daten ausgetauscht? Und vermutlich kann man dann auch davon ausgehen, dass es so eine Art Datenhinterziehung geben wird von den großen Unternehmen, werden versuchen, die wieder wegzustecken. Das heißt, ich muss auch immer schon die Technik mitdenken. Wir müssen aufhören, Technik, IT-Infrastruktur als Blackbox zu behandeln. Und das ist die Chance, die uns Blockchain gibt. Wir gehen weg von einer Blackbox hin zu einem transparenten Multi-Party-Computation-System, wo dann eben Data-Sharing eingebaut ist. Das kommt mit, das muss man nicht oktroyieren von oben, sondern es ist in der Technologie eingebaut. Das ist, was ich dazu sagen wollte. Und ich glaube, Sie wollten noch was zur Datensouveränität sagen. Wenn ich die letzten 44 Sekunden nutzen darf, wir arbeiten am Optimalitätsgrad der Digitalisierung in Dänemark. Dänemark ist eines der am stärksten durchdigitalisierten Länder der Erde. Und die Frage stellt sich nicht, was kann man machen, sondern was sollte man machen und wo bricht der Bürger und sagt, das ist jetzt gerade zu viel. Wir reden darüber über Universal Wallets, um die digitale Persona, also die digitale Repräsentation des Bürgers in die Hände des Bürgers zurückzugeben. Alle digitalen Traces können durch eine Universal Wallet verwaltet werden. Wir haben in Dänemark ein ID-System, das das ermöglicht, schon heute. Das wird gerade ertüchtigt und erneuert. In 10 Jahren wird diese Lösung wahrscheinlich Blockchain-basiert sein. Und dann haben Sie Ihre Facebook-Persona, Ihre Text-Persona und alle anderen Digital Traces unter Kontrolle und können das selber verwalten als digital mündiger und streitbarer Bürger. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Höferlin. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht kurz zur Aufklärung, wenn vor einem Jahr 55.000 Bitcoins gekauft worden wäre, hätte man heute 55.000 Bitcoins. Herr Glatz, ich habe eine Frage. Ich habe Ihre Einlassung vorhin so verstanden, dass Sie sich für die Idee ausgesprochen haben, dass man zum jetzigen Sachverhalt, haben wir oft Systeme, wo man sagt, naja, Code is Law, also das, was diejenigen, die da entwickeln, ist dann de facto das, was umgesetzt werden muss. Und das ist oft das Problem, was wir auch im Bereich der Regulierung haben, wo wir dann von außen drauf gucken und sagen, wie kriegen wir denn jetzt unsere Regeln, die wir so in der analogen Welt haben, da jetzt rein? Und ich habe Sie so verstanden, dass man viel stärker als Law is Code denken müsste, also zugleich mit zu überlegen, wie kriegt man denn in diese Technologie, die gerade in der Entwicklung ist, Gesetz und gesetzliche Regelungen sozusagen gleich mit integriert. Da hätte ich gerne noch mal mehr gehört von Ihnen dazu. Ich finde die Idee nicht nur spannend, sondern vielleicht auch noch den richtigen Zeitpunkt da anzusetzen. Und damit verbunden natürlich auch dann die Frage, was kann man damit machen? Gibt es dann gerade in Richtung Smart Contracts eben Möglichkeiten, was man daraus bauen und machen kann? Und die zweite Frage an Herrn Professor Friedgen. Diese Smart Contracts bieten ja neue Chancen und neue Optionen, vielleicht effizienter, schlanker,
zu arbeiten im Vertragsumfeld, vielleicht aber auch zuverlässiger. Es hat ja auch was, ein Vertrag hat ja was mit Vertragen zu tun. Was passiert, wenn man sich nicht mehr verträgt? Wie wird das dann umgesetzt? Und vielleicht können Sie einfach mal spannendste Projekte aus Ihrer Sicht sehen, wo was entstanden ist, was in der Zukunft sich super spannend weiterentwickelt, wo vielleicht die nächsten Anwendungsbereiche kommen, wo man im Bereich Smart Contracts, wo wir vielleicht auch besonders drauf gucken müssten. Vielen Dank. Es beginnt Herr Glatz. Danke für die Frage, Herr Höferlin. Sie haben das genau richtig verstanden. Ich habe darauf angespielt, wie kann eigentlich ein Staat seine gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen umsetzen in einer Zeit, in der sozusagen das ganze digitale Leben oder das ganze gesellschaftliche Zusammenleben in den digitalen Raum abwandert. Und das ist kein Konjunktiv, wie Herr Goldhaar das gesagt hat, sondern das ist ja schon eine Realität, dass heute Facebook mehr über mich weiß als der Staat. Und wir uns die Frage stellen müssen, wer setzt eigentlich heute schon die Regeln? Ist es noch der Gesetzgeber oder sind es schon Internetplattformen? Und diese Theorie, dass letztlich der Staat sich bis zu einem gewissen Grad was abschneiden sollte davon, wie erfolgreiche Internetplattformen heute regulieren, das ist eine Idee, die ist gar nicht neu. Die kommt, habe ich zum ersten Mal in einem Buch aus dem Jahr 2010 entdeckt von Tim O'Reilly. Das ist der Gründer dieses berühmten Fachbuchverlags, aber findet sich auch in dem Buch von Michael Seemann, Das neue Spiel, wieder, wo es letztlich darum geht, wie kann man in diesem digitalen Zeitalter Regulierung und gesellschaftliche Zielvorstellungen umsetzen. Und im Bereich der Blockchain sehe ich es eigentlich als relativ simpel. Der Staat hat die heute noch letztlich die Hoheit über zwei ganz konkrete Sachverhalte in unserer Gesellschaft. Das eine ist die Regulierung von Identitäten. Der Staat ist heute derjenige, der Pässe verleiht, der an diese Pässe und Identitäten gewisse Rechte knüpft, sei es auf Sozialleistungen oder andere Dinge. Und andererseits ist der Staat derjenige, der einige sehr, sehr wichtige Register führt. Es ist das Grundbuch, es ist das Handelsregister, es ist das Markenregister und viele andere Register. Und diese beiden Welten sind heute noch total stark in der analogen Welt verhaftet und machen auch viele Digitalisierungsansätze von Startups und so weiter zunichte, weil letztlich immer ein Medienbruch vorprogrammiert ist. Stichwort digitale Unternehmensgründung und so weiter. Und nach meiner Theorie, und die habe ich, wie gesagt, die habe ich nicht allein geboren, sondern da gibt es viele Menschen, die darüber nachdenken, ist eine Strategie des Staates, dass er hier sagt, okay, ich digitalisiere diese Angebote. Und in dem Fall würde es eben auch heißen, ich stelle sie über Schnittstellen an eine Blockchain zur Verfügung. Das muss nicht eine bestimmte Blockchain sein, es könnten viele verschiedene sein. Aber durch an dieser Schnittstelle selbst, um die nutzen zu können, muss ich mich eben bestimmten auch staatlichen Zielvorstellungen unterwerfen. Wenn ich die Blockchain-Identität nutzen möchte, muss ich eben möglicherweise bestimmte KYC-Prozesse, bestimmte AML-Prozesse, bestimmte andere Dinge, die zum Beispiel mit steuerlichen Pflichten zu tun haben, erfüllen, damit ich da reinkomme. Aber wenn ich reinkomme, habe ich den Vorteil, dass ich Zugang habe zu einem riesigen Markt, möglicherweise ein ganzer europäischer Markt oder ein deutscher Markt. Dasselbe gilt für die Datenbanken. Sozusagen, wenn ich das Grundbuch digital oder andere Datenbanken digital zugänglich mache, kann ich eben auch daran gewisse Nutzungsbedingungen knüpfen als Staat und dadurch dann sozusagen eine Art Durchsetzungskraft im Digitalen entwickeln. Das erfordert ein neues Mindset. So haben wir in der Vergangenheit nicht reguliert. Aber das ist die Strategie von erfolgreichen Internetunternehmen. Und ich denke, da kann sich der Staat auch was abschneiden. Danke. Vielen Dank. Die zweite Frage ging an Herrn Föttgen. Genau, ich drehe es einfach mal um und fange mit den spannenden Projekten an, dann kann ich das andere auch konkret machen. Ich mache bewusst eines aus der Verwaltung und eines aus der Wirtschaft. Ein Projekt, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten habe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vielleicht einfach nur grob, um es zu motivieren. Wir haben am Migrationsprozess beteiligt ungefähr 30 verschiedene Einrichtungen in Deutschland, die alle dezentral Daten halten und logischerweise muss viel Koordination dann auf klassischen Wege, per Telefon, per Fax, per E-Mail, per Post stattfinden, Medienbrüche, das Ganze macht das Ganze
extrem ineffizient. Es macht es schwierig. Warum arbeiten wir deswegen mit dem BAMF jetzt mit dem Thema Blockchain? Wir arbeiten deswegen mit Blockchain. Ein Unternehmen, was würde ein Unternehmen machen? Es würde zentralisieren. Es würde eine zentrale Datenbank machen, alles schön zusammen und dort betreiben wir das. Das ist aber ja eigentlich wieder nicht das Ziel. Also das ist nicht das, was wir im Föderalismus tun. Also wir haben Gemeinden und Gemeinden sollen die Daten haben, die Gemeinden haben und andere Einrichtungen, alle andere Organe sollen andere Daten haben. Wir wollen nicht einen gläsernen, wir wollen weder einen gläsernen Migranten noch einen gläsernen Bürger. Um jetzt eine Datenintegration zu erreichen über diese verschiedenen Behörden, ohne dass man eine zentrale Datenhaltung hat, bietet sich eine dezentrale Technologie an. Und ich glaube, dass das nicht nur ein Thema ist für das Thema des BAMF. Das BAMF ist da nur an der Stelle gerade sehr innovativ dabei, sondern dass das ein Thema ist, das sich in sehr, sehr, sehr vielen anderen Bereichen, und das spielt natürlich auch mit digitaler Identität zusammen, in vielen anderen Bereichen anwenden ließe. Ein zweites Projekt einfach mal, oder zweites Beispiel, einfach nur, um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben. Ich möchte konkret rausgreifen das Thema Platooning. Platooning ist ein Thema aus der Mobilität. LKWs fahren in sehr engem Abstand hintereinander auf der Autobahn, weil der Hintermann spart entsprechend Sprit, weil er im Windschatten des Vordermanns fahren kann. Die digitale Deichsel nennt man das Ganze auch. Wird von DB Schenker aktuell schon prototypisiert. Also ich bin neulich auf der A9, autonome Fahrenteststrecke, habe ich so einen Platoon überholt. Das fährt schon, das funktioniert technisch. Folgendes Problem, das sind zwei verschiedene, sagen wir mal, es sind zwei verschiedene Speditionen. Der Hintermann profitiert, der Vordermann macht die Führungsarbeit. Wie verrechnen die das untereinander? Und dann kann man sich jetzt überlegen, könnte man es jetzt machen, ein zentrales System oder die machen es an der Tankstelle oder ziehen eine Kreditkarte irgendwo durch. Das funktioniert nicht. Die Idee ist, Maschinen rechnen untereinander Punkt zu Punkt ab. Und auch für sowas kann man sich viele Szenarien überlegen, wo man sowas in der Wirtschaft anwenden kann. Jetzt ist die Frage, was mache ich, wenn irgendwas dort schief geht? War jetzt eure Frage, ein Disput. Und da sind wir jetzt, also irgendwas geht schief, irgendjemand denkt, da hätte er jetzt mehr Anrecht gehabt, der war länger in dem Platoon, als abgerechnet wurde oder sonst was. Was mache ich dann? Und da komme ich genau auf den Punkt zurück, den ich am Anfang auch schon gesagt habe, Gewaltenteilung. Aktuell müsste ein Gericht dann den Schädiger quasi dazu verdonnern, seinen Schlüssel einzusetzen, um dort den Betrag zurückzuüberweisen. Der ist vielleicht unterschiedlich leicht greifbar, der Schädiger, je nachdem, in welchem Land er sitzt. Und natürlich wäre es eine Überlegung, dass man auch sagt, vielleicht brauchen unsere Gerichte so etwas wie Generalschlüssel oder so. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, ein sehr, sehr das bestimmt weit in der Zukunft liegt, aber wo man auch sagt, da braucht man Mittel, damit Exekutive und Judikative auch Ansprüche auf Blockchains durchsetzen können, zumindest wenn die entsprechend öffentlichen Ansprüchen auch genügen. Vielen Dank, Herr Wüttgen. Für die Linke kommt Frau Sede. Ja, danke schön. Also ich mache jetzt hier mal den Advocatus Diaboli, weil alle reden über Blockchain. Es ist mega oft in der Koalitionsvereinbarung. Und von außen, so begeistert man sich ja vielleicht zunächst dafür zeigen kann, stellt sich irgendwann mal die Frage, muss es Blockchain sein? Gibt es nicht andere Technologien, die weniger problematisch sind, die heute schon praktiziert werden, die das Gleiche erfüllen und die einige Nachteile, die Blockchain haben, eben nicht aufweisen? Und für mich, die Fragen gehen an Herrn Geuter, stellt sich insbesondere unter dem Blickwinkel die Frage, welche Alternativen man denn aus Ihrer Perspektive durchaus hätte. Wir haben ja jetzt einige wenige Beispiele gehört, weil es geht ja auch um öffentliches Geld, es geht auch um Verantwortung gegenüber den Bürgern und ein Hauptnachteil aus Blockchain scheint mir zu sein, neben diesen ganzen energetischen Geschichten, dass bestimmte Daten eben genau nicht mehr gelöscht werden können, obwohl man dann durchaus ein Recht hat darauf, dass die Daten gelöscht werden. Das würde sozusagen über Blockchain nicht funktionieren und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, muss ich mir das dann so vorstellen, ich bin ja hier nicht die Technikerin, ich darf sowas fragen, dass ich dann eine Blockchain-Lösung neben der anderen habe und ja dadurch auch bestimmte Dinge, wie ich finde, dann auch aus der Sicht der Verwaltung, aus der Verantwortung der Verwaltung heraus schwer gehandelt werden könnten. Das gleiche Problem haben wir bei Grundbüchern, bei Gesundheitsdaten. Und Sie haben in Ihrer Stellungnahme sich auch kritisch geäußert zu oder angedeutet, dass Smart Contracts überschätzt werden. Nach dem, was Sie jetzt so von den anderen, wo ja immer ziemlich klare Richtung war, wie würden Sie denn das vor dem Hintergrund meiner Fragen oder meiner Zweifel spiegeln? Herr Geuter, bitte.
Ja, danke für die Frage. Ich werde mal versuchen, das möglichst knapp irgendwie aufzuräumen. Wie ja die australische Behörde auch festgestellt hat, es gibt halt für die meisten Probleme, die jetzt hier auch, es sind ja reale Probleme, man möchte Daten Sie miteinander etwas austauschen. Etwas näher ins Mikro. Ja. Man möchte Daten miteinander austauschen, man möchte da irgendwelche standardisierten Formate haben, damit man sie miteinander verwerten kann. Das sind ja alles reale Probleme, das sind auch reale Probleme, die wir schon seit vielen Jahren haben und die wir auch an vielen Stellen schon gelöst haben. Wenn ich mir die Automobilzulieferer in Deutschland angucke, da sind die Systeme der unterschiedlichen, auch kleinen und mittelständischen Unternehmen, komplett mit den großen Firmen, mit Volkswagen, mit Mercedes verknüpft. Da drückt jemand bei Mercedes auf den Knopf und irgendwo auf dem Land fällt dann danach aus irgendeiner Presse irgendein Metallteil und wird dann on demand an die Linie geliefert. Ging auch ohne Blockchain. Man hat dort einfach etablierte Datenbanktechnologien und Schnittstellen definiert. Es gibt dort diverse standardisierte Austauschformate, über die halt Daten zwischen heterogenen Systemen ausgetauscht werden können. Und insbesondere die Unternehmen, die eben auch sehr innovativ sind, tun sich ja auch aus offensichtlichen Gründen schwer damit, irgendwelche Daten, die auf ihre internen Prozesse und ihr internes Wissen hindeuten könnten, in ein öffentliches Ledger, wo theoretisch auch die Konkurrenz reingucken könnte, reinzuschreiben. Wir wissen ja schon, wie es auf Messen ist, da lassen sie die Konkurrenten nicht mal ein Foto der Anlage machen. Und jetzt soll man aber irgendwie seine Lieferketten in der Blockchain abbilden, in denen potenziell dann irgendwie welche Konkurrenten auch mitarbeiten. Also es gibt dort, wir haben Schnittstellen seit vielen Jahren und das Standardisierung von so Schnittstellen ist immer ein schwieriger Prozess. Da hatte Herr Professor Beck ja auch schon beschrieben, wie lange sowas dauert, aber man kriegt das halt hin, wenn man das hinkriegen möchte. Das muss man auch bei Blockchains. Also ob ich das jetzt in eine Standard-SQL-Datenbank kippe und da ein Exportformat definiere oder ob ich es in eine Blockchain lege, ich muss mich trotzdem darauf einigen, wie liegen denn die Daten da drin. Die Arbeit habe ich in jedem Fall. Also von daher spart es uns an der Stelle nicht viel Arbeit und da ist natürlich internationale Standardisierung sehr stark gefordert. Zum Thema Smart Contracts, weil es so eins meiner Pet-Peeves ist, möchte ich dann doch nochmal reingehen. Aufgrund der wahrscheinlichen Zusammensetzung des Gremiums hier, ich habe es nicht genau nachgeguckt, werden wir einen ganzen Haufen Juristen hier sitzen haben und wenn Sie mal so über das Recht nachdenken, dann wird Ihnen auffallen, dass das, was Smart Contracts, also Datenbank-Trigger, die reagieren, wenn ich einen Schreibvorgang in der Datenbank mache, was die tun, ist nicht das, was bei uns Rechtsauslegung ist. Das Recht ist ja nicht einfach nur der Buchstabe, der da steht. Da gibt es Erwägungsgründe, da gibt es Abwägungen von Rechten gegeneinander. Die Anwendung von Recht ist viel komplexer, als dass man das mal eben in Code gießen könnte. Von daher sind Smart Contracts sind halt einfach schlecht gelabelt. Das sind halt Datenbank-Trigger, aber es hat weder was mit Contract zu tun, und ist auch nicht sonderlich smart. Es ist halt einfach nur ein Programm, was feuert, wenn ich eine Datenbank anschreibe. Und automatisierte Rechtsdurchsetzung ist grundsätzlich schon ein Problem, mit dem sich sehr viel klügere Menschen als ich schon lange beschäftigt haben und da sehr, sehr große Probleme sehen, eben weil genau diese Nuancen, die eine menschliche Anwendung des Rechtes durch Richter, durch Anwälte, vielleicht sogar durch die Exekutive, die das locker ausgleichen können. Von daher sind Smart Contracts aus der Sicht einfach ein ganz großes Problem. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Janicek. Ja, ich teile mir die Frage zusammen mit dem Kollegen Beyers, die zwei Fragen, die wir haben. Meine Frage geht an Professor Blocher. Erstmal freue ich mich, dass Sie Österreicher sind. Das war ich bis 2004 auch. Aber habe mich dann anders entschieden, sonst wäre ich ja nicht hier. Genau. Man hat mich geprüft, ja genau. Und meine Frage geht Richtung der Anwendungsmöglichkeiten ins ökologisch-soziale, weil ich sehe das ja auch ein bisschen wie der Vorredner, Technologien sind ja nicht dazu da, um Technologien zu haben, sondern sie müssen ein Ziel bezwecken, das dem Gemeinwohl am Ende auch der Gesellschaften dient. Und jetzt, wenn ich ein Anwendungsbeispiel in Deutschland schaue, komme ich noch nicht sehr weit. Wenn ich nach Kenia schaue, immerhin, Cryptocurrencies sind in Kenia, Südafrika unterwegs, die in Slum-Communities Stabilität schaffen und weil dort eben die Bezahlung mit der herkömmlichen Währung was anderes ist und Kreditkarten zu teuer sind für die Ärmsten der Armen. Aber dass Sie uns einfach mal einen Blick geben, Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen dem Internet der Kopien und Informationen ein Internet der Originale und Werte gegenüberstehen, das mal ein bisschen zu beschreiben. So. Ja, ich war noch nie Österreicher und darf trotzdem was fragen, super. Ich wollte von Herrn Beck wissen, jetzt soll nächstes Jahr eine Strategie der Bundesregierung, was Blockchain angeht, sozusagen veröffentlicht werden. Was würden Sie denn da sozusagen erwarten? Wie sieht eine gute Strategie einer Bundesregierung aus? Was für ein Zielbild muss man haben? Wie sieht eine Governance aus? Handlungsfelder, Schwerpunkte, vielleicht auch sozusagen braucht es monetären Support? Können Sie da vielleicht mal sozusagen vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung uns einfach mal so ein Zielbild aufzeichnen? Vielen Dank. Es startet Herr Blocher. Langsam sprechen, bitte. Okay, ja. Sehr gerne. Bei der Strategie der Bundesregierung. Ja. Es geht also um Anwendungen, die mehr so aus dem Bereich des Gemeinwohls kommen. Sehr gerne werde ich dafür Beispiele bringen.
Denken wir zum Beispiel daran, wie sehr es für die Verbraucherinnen und den Verbraucher heute eigentlich möglich ist, nachzuvollziehen, ob Produkte, die angeblich fair gehandelt werden, tatsächlich fair gehandelt werden. Ja? Und da gibt es halt eigentlich nur die Möglichkeit, sich auf Gütesiegel mehr oder weniger verlassen zu müssen. Eine andere Möglichkeit konnte da bisher nicht geschaffen werden. Da gäbe es nun die Möglichkeit, die Lieferkette, die Wertschöpfungskette sozusagen, bis zum Verbraucher, bis zur Verbraucherin auszudehnen und dabei dann tatsächlich viele, viele Punkte zu haben, an denen man erkennen kann, wurde zum Beispiel der Landwirt durchaus in einem Land der vierten Welt fair bezahlt, weil er das über sein Handy etwa bestätigen kann auf der Blockchain. Und das geht bis dorthin, dass man, wenn man will, sehen kann, von welchem Lama oder Alpaka, Baby-Alpaka ist ja ganz en vogue derzeit, ja, die Wolle stammt, aus dem das Kleid zum Beispiel gewebt wurde, das man jetzt erwerben möchte. Das war vielleicht ein etwas banales Beispiel, aber ich glaube, es steckt darin viel mehr, als man sich zunächst mal denken will. Wenn man etwa vermeiden kann, dass gefälschte Medikamente auf den Markt kommen, dann wird diese Art der Überprüfung, der Punkt für Punkt möglichen Überprüfung der Lieferkette, glaube ich, schon viel plastischer. Oder wenn man auch noch darüber nachdenkt, ob etwa auch Lagerbedingungen wie die Einhaltung von Temperaturen auf diese Art und Weise tatsächlich für jeden, auch für die Konsumentinnen und Konsumenten nachprüfbar werden. Menschen aus anderen Ländern, etwa aus Ländern der vierten Welt, die wir neudeutsch oft als unbanked oder underbanked bezeichnen, die lassen sich mit Blockchains nach dem Motto Be Your Own Bank endlich dazu bringen, dass sie auch an den Segnungen und nicht nur den Herausforderungen der globalisierten Wirtschaft teilhaben können. Mit Blockchain-gestützten Methoden der Transparenz ließe sich dort auch die Korruption bekämpfen. Durch grundbuchartige Landregister das Ergebnis oft lebenslanger harter Arbeit eindeutig den Berechtigten zuordnen und durch digitale Wahlsysteme eine Grundvoraussetzung für demokratische Strukturen schaffen. Freilich ist auch zu erwarten, dass die Machthaber in solchen Ländern dem nicht tatenlos zusehen werden. DLT-Blockchain-Technologien könnten es ihnen aber bedeutend schwerer machen, die derzeitigen Zustände aufrechtzuerhalten, so wie sie sind. Schon unter diesem Aspekt sollten gefestigte demokratische Rechtsstaaten wie die Bundesrepublik Deutschland oder auch mein Heimatland Österreich öffentlich genehmigungsfreien Blockchains tendenziell mit Wohlwollen begegnen, statt ihre Anwendung und Fortentwicklung auf der Grundlage zu kurzgreifender Argumente zu erschweren. Vielen Dank. Und die zweite Frage geht an Herrn Beck, bitte. Ja, wenn ich, ob ich jetzt in Schriftform rein sprechen kann, das kann ich Ihnen nicht versprechen, in der Digitalisierungsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland. Wir sitzen natürlich auch dann dem Thema eine Blockchain-Strategie. Wir sitzen, erst braucht es vielleicht eine Digitalisierungsstrategie, bevor wir eine Blockchain-Strategie haben. Auch zu dem Thema in Dänemark, was wir uns an dem Thema anschauen, was ich auch schon angedeutet hatte, war das Thema Optimalitätsgrad von Digitalisierung. Sprich, wie viel kann eine Blockchain, eine DLT-Lösung, eine nationale oder eine europäische dazu beitragen, dem Bürger Kontrolle und Souveränität über seine Datenströme wieder zurückzugeben. Das ist ein intensiv diskutiertes Thema, an dem wir arbeiten. Das dänische Finanzministerium hat schon vor 3 Jahren zusammen mit uns einen Prototypen entwickelt, um die Steuerhinterziehung rund um die Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte zu vermeiden. Der Prototyp liegt auch vor. Ich habe mit Freuden festgestellt, dass das deutsche Wirtschaftsministerium jetzt also auch an einem Prototypen arbeiten wird. Das sind Themen eben gerade rund um das Thema Steuerhinterziehung und Transparenz. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die man hier umsetzen kann für eine deutsche Blockchain-Strategie. Eine deutsche Blockchain-Strategie benötigt aber auch eine umfassende Verwaltungsreform, die selbst Hardenberg und von Stein erblassen lassen würden. Nur dann kann ich unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips auch tatsächlich sicherstellen, dass Gemeinden, Kommunen, Länder und der Bund gemeinsam Daten bewirtschaften und dezentral im Prinzip halten können unter Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen und trotzdem eine Digitalisierung herstellen, die den Namen verdient. Dazu gehört auch zu einer Strategie, wir hatten darüber schon gesprochen, KI-Strategie des Bundes, 3 Milliarden, da gehören noch 2 Nullen dran oder mindestens 1 Null. Dann das Ganze mal 2 genommen und das ist das Geld, was für eine Blockchain-Infrastruktur auch noch in die Hand genommen werden muss. Und schlussendlich brauchen wir natürlich auch ein Digital Mindset in der Gesellschaft. Ich habe am Sonntag im Handelsblatt über digitales Geld gesprochen und wenn ich einen Textmarker dabei gehabt hätte und hätte alle Begriffe, die gefährlich, kriminell, Datenverlust, Souveränitätsverlust, dann wäre
diese Zeitschrift hätte geleuchtet wie ein Christbaum. Wir müssen wegkommen von der reinen Kritik. Kritik ist wichtig, aber wir müssen auch uns anschauen, was wir vergleichen. Die Systeme, von denen wir kommen, sind alle extrem manuell, extrem schlecht. Das Beispiel über die digitale Datenverarbeitung, die Electronic Data Interchange, Change mit VW, das gerade angesprochen wurde. Es hat ja auch einen Grund, warum wir Dieselgate haben. Diese Themen könnte man adressieren, werden adressiert. Ich sprach bereits davon, das Projekt, was ich für die EU-Kommission mache. Das sind Themen, die eine Strategie für Deutschland angehen sollten. Clusteranalyse, wie stark ist eigentlich der Innovationscluster Berlin? Was wird benötigt, um den Innovationscluster Berlin weiter zu stärken? Die Innovation braucht Regulatory Fences, um Rechtssicherheit herzustellen. Das Abwandern nach Singapur ist mit Sicherheit nicht das, was wir uns wünschen. Ich habe einen Workshop mit der österreichischen Nationalbank gemacht in Innsbruck diesen Jahres. Da sprang einer auf und sagte, hier, ich habe hier eine Kreditkarte, da sind Bitcoins drauf. Tiroler Unternehmer haben das in Singapur erstellt. Dann sagte der Kollege von der österreichischen Nationalbank, gut, dass die in Singapur sind, so Leute wollen wir hier nicht haben. Dieser Satz hätte auch in Deutschland fallen können. Davon müssen wir weg. Danke, Herr Professor Beck. So, jetzt haben wir die Situation, dass die Debatte im Bundestag zwar mal kurzzeitig so ausgesehen hat, als würde sie erst um 18.30 Uhr starten, aber jetzt tatsächlich um 18 Uhr startet, sodass wir tatsächlich früher Schluss machen müssen. Ziel wäre eben 17.45 Uhr. Das ist aber noch eine ganze Reihe von Fragen offen sind. Ich würde jetzt vorschlagen, wir geben jeder Fraktion noch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, sammeln die und die Sachverständigen würden dann danach darauf antworten, dass wir es schaffen, rechtzeitig fertig zu werden. Ja? Dann hätte jeder noch die Möglichkeit. Also Einspruch von der Linken? Nein, jeder hatte am Anfang die gleiche Möglichkeit. Jetzt sammeln wir halt schnell, bevor wir diskutieren. Jetzt kann jeder noch eine Frage stellen. Jede Fraktion hatte jetzt 6 Minuten, um ihre Sachverständigen zu befragen. Ich habe vorhin nur 3 Minuten für unseren Sachverständigen zugebilligt bekommen und offen geblieben waren die Verwaltungsanwendungen. Ich will jetzt nicht krümelkackerisch sein, aber... Das können Sie ja jetzt mit einbringen, ja, aber wenn wir jetzt nur länger diskutieren... Die anderen haben da 9 Minuten. Die Möglichkeiten waren für jeden die gleichen. Ja? Jetzt gehen wir halt noch einmal durch. Gibt es noch eine Frage in der Unionsfraktion? Ganz kurz. Ja, gibt es an den Blockchain-Bundesverband. Auf Seite 12 haben Sie über die Regulierungsfragen gesprochen. Aber bitte würden schnell. Was würden Sie uns empfehlen, als allererstes zu tun? Dann die SPD. Gibt es eine Frage? Ja, ich würde nochmal an Herrn Professor Friedgen einfach die Frage stellen. Sie hatten das auch gesagt. Blockchain ist auch so einer dieser, oder es wurde gesagt, einer dieser großen Oberbegriffe, aber unten drunter ist ja viel, viel mehr. Was würden Sie sagen, in welchen Forschungsbereichen sollten zum Beispiel auch Lehrstühle unterstützt werden oder neu gegründet werden, um insgesamt das Thema Blockchain in Deutschland voranzutreiben? Herr Kammann. Ich verzichte zugunsten Frau von Sitte. Alles klar. Dann die FDP. An den Herr Glatz, und zwar stellvertretend für die vielen Startups und Betriebe in Ihrem Verband. Wie hoch ist der aktuelle Druck und wie oft fällt das Wort Abwanderung und wie fern würde dann starkes politisches Statement, ohne überhaupt monetär hinterlegt zu sein, schon allein helfen, um die Szene zu beruhigen? Frau Sitte. Nochmal zurück zu der Frage öffentlicher Verwaltung angesichts der Dynamik von Daten, die dort bestehen und eben auch der Notwendigkeit, dass Daten gelöscht werden müssen in den verschiedensten Bereichen. Wo würden Sie denn tatsächlich konkrete Anwendungsbereiche für Blockchain sehen oder können Sie schon Beispiele benennen, die irgendwo erfolgreich praktiziert werden? An den Herrn Geuter. Ja. Ja. Und dann Herr Janicek. Ja, nochmal an Professor Blocher, vielleicht die Frage der Standardisierung bei dezentralen, von der Community gestalteten Marktmechanismen bei einer DLT-Lösung. Also welche Standards müsste man fördern als Staat, um da voranzukommen in diesen Bereichen? Ja. Vielen Dank. Jetzt würde ich sagen, das startet Herr Glatz. Super. Also zuerst auf die Frage, was sollten wir zuerst regulieren? Es ist ja kein Geheimnis, das Thema Blockchain und Finanzwelt ist derzeit irgendwie am aktuellsten. Da spielt die Musik, da ist einfach in den Jahren 2016, 2017 viel passiert. Wir haben gesehen, Unternehmen können sich auf eine neue Art und Weise finanzieren über Blockchains. Jetzt kann man darüber streiten, ob jede ICO, die in den Jahren 2016, 2017 abgelaufen ist, richtig war, gut war und sauber war. Teilweise lag es sicherlich daran, dass es keine Leitlinien gab seitens der BaFin, viele abgewandert sind in Staaten, wo man vielleicht nicht so genau hinguckt. Aber was wir gelernt haben, ist,
Es gibt ein Bedürfnis nach Startup-Finanzierung, das nicht befriedigt wird von bestehenden Venture-Capital-Gebern. Und es gibt diese neue Finanzierungsmethode über den Verkauf digitaler Token. Was total nahelege, ist, dass man diese neue Distributions- und Verkaufsmethode nutzt und Startups durch kluge, intelligente Regulierung in Deutschland es ermöglicht, klassische, rechtssichere Finanzinstrumente über diese neue Distributionsmethode zu verkaufen. Damit würde man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es gäbe klare Regulierung und es gäbe klare Sicherheit für die Investoren. Gleichzeitig würde man die notwendigen Hürden, die heute noch so eine Art von digitaler Emission von Finanzinstrumenten zurückhalten, in das 21. Jahrhundert transportieren und abschaffen. Zum Thema Abwanderung. In der Tat, das ist ein großes Thema. Ich würde sagen, locker die Hälfte der Startups in unserem Verband hat ihre Emission gar nicht über Deutschland gemacht, sondern die haben sozusagen eine Emittentin in einem Land, wo man ein No-Action-Letter von der Finanzmarktaufsicht bekommt und haben in Deutschland letztlich eine Service-GmbH sitzen, die dann natürlich zu einem at arm's length und Fair Market Value und so weiter und so fort dann diverse Dienstleistungen an die Emittenten verkauft, die letztlich aus Softwareentwicklung bestehen. Dieses Konstrukt, das bräuchten wir nicht, wenn wir in Deutschland früher klarere Leitlinien gehabt hätten, dass man hier auch legal eine ICO machen kann. Da geht es nicht nur auch um die Finanzmarktaufsicht, sprich Stichwort BaFin, da geht es auch um steuerliche Fragen. Wie ist eigentlich mein ICO gewinnsteuerlich zu behandeln? Da gibt es auch Länder, die geben sozusagen klare Guidelines bezüglich Rückstellungen, die man bilden kann über die ICO-Einnahmen. Das ist auch sehr, sehr wichtig für Unternehmen. Ob jetzt ein rein deklaratorischer sozusagen Ausspruch von ich wüsste gar nicht wem in der Bundesregierung helfen würde, die Unternehmen von der Abwanderung abzuhalten, glaube ich nicht. Ich glaube, es geht darum, dass wir jetzt, vielleicht sogar schon 2019, Gesetzesänderungen vornehmen, die hier Deutschland zu einem attraktiven Standort machen. Ich glaube, es ist möglich. Nach meinen Gesprächen mit verschiedenen Mitgliedern der Bundesregierung hatte ich auch das Gefühl, da gibt es einen politischen Willen. Und ich glaube, es geht jetzt darum, da diesen Willen zu bündeln und dann was draus zu machen. Mhm, vielen Dank. Die Frage von Herrn Zimmern ging an den Herrn Fritgen. Genau. Also Frage Nummer eins war, Blockchain ist ja ein gewisser Oberbegriff, es gibt unten drunter noch viel mehr. Also in der Tat kann man von der technologischen Tiefe kann man sehr, sehr viel unterscheiden, was es in diesen ganzen Sphären der Distributed Ledger Technologies gibt, was unterschiedliche Eigenschaften auch hat, was jetzt beispielsweise Sicherung und dergleichen angeht. Und natürlich muss man sich, wenn man jetzt wirklich eine konkrete Lösung umsetzt, im Detail anschauen, welche Features brauche ich jetzt für diese konkrete Lösung. Vielleicht ein kleiner Hinweis dort an der Stelle ist, hieß ja vorhin schon mal, naja, man könnte ja auch einfach eine SQL-Datenbank zentral aufstellen, das würde es doch auch tun. Das trifft das ganze Thema nicht ganz, weil da würde sich die Frage stellen, wer betreibt diese zentrale SQL-Datenbank, wo stelle ich die denn hin und wem vertraue ich, dass er mit den Daten dort ordentlich umgeht? Und das ist genau der Punkt. Blockchain ist keine disziplinäre Thematik. Blockchain ist eine Technologie, aber ich brauche ein wirtschaftliches Verständnis, ein organisatorisches Verständnis, ein Verständnis für die Interessen im Markt, um zu bewerten, ob die Lösung gut ist. War ich das schon? Ganz schnell. Ganz okay. Was brauche ich also dazu, ganz konkret? Ich brauche interdisziplinäre Einrichtungen, ich brauche interdisziplinäre Lehrstühle in den Disziplinen, Wirtschaft, ich brauche trotzdem die Informatik, Wirtschaft, trotzdem die Informatik, Recht, ganz häufig rechtliche Fragestellungen, Ingenieurwissenschaften, immer wenn Maschinen miteinander kommunizieren und durchaus auch Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften beispielsweise, die sich um solche Governance-Fragestellungen, Fairness-Fragestellungen kümmern. Dann Herr Geuter, Sie geben die Antwort auf die Frau Sitte. Also von wirklich realen Use Cases, es gibt sehr wenige, aber einer wurde vorhin schon angesprochen, es gibt wirklich Ländern quasi ohne Infrastruktur, wo es eben auch keine Trusted Party, es gibt keinen vertrauenswürdigen Staat, der Polizei oder sowas gerechtfertigt vertreten kann. Da gibt es Experimente mit Blockchains, über die man dann halt so Payment abwickelt und das scheint auch ganz gut zu funktionieren an der Stelle. Für halt die Währung, die da nur im Kreis läuft, das ist auch okay. Blockchain funktioniert, ist halt durchaus ein Einsatzszenario, wenn man halt niemandem vertrauen kann. Man vertraut niemandem und man guckt sich mit der Pistole gegenseitig an. Wenn der Staat Daten hält und dafür diese Daten verantwortlich ist, dann können, wenn wir dem Staat nicht so weit vertrauen, dass wir da irgendwelche Blockchain-Voodoo betreiben müssen, dann haben wir ein ganz anderes Problem an der Stelle. Der Staat ist durchaus in der Lage, so eine Datenbank zu betreiben für bestimmte Informationen und dafür auch den Zugriff halt dementsprechend zu kontrollieren, dass wenn Daten gelöscht werden müssen, werden sie halt gelöscht. Wenn eine bestimmte Person eben bestimmten Zugriff nicht mehr haben will oder ich einen Zugriff protokollieren möchte, kann ich das tun. Das ist für hoheitliche Aufgaben, für personenbezogene Daten, glaube ich, da eher ein sicherer Weg, als es in so eine verteilte Technologie zu kippen, wo niemand mehr sehen kann, was mit diesen Daten wirklich passiert. Mhm.
Gut. Und Herr Janicek hatte die Frage an den Herrn Blocher gestellt. Herr Blocher, bitte. Das war die Frage nach den Standards, welche Standards gesetzt werden sollen. Generell ist es ja so, dass das de facto Standards durch Marktmechanismen gesetzt werden. Und da muss man sehen, dass die Technologie insgesamt noch relativ jung ist. Jetzt entstehen technische Standards in Normengremien und die Jurisstandards werden durch den Gesetzgeber gesetzt. Natürlich können Standards dazu beitragen, aus Inkompatibilitäten resultierende Effizienzverluste vermeiden zu helfen. Aber bei einer gerade noch jungen Technologie läuft gerade der Gesetzgeber immer Gefahr, sich der Wissensanmaßung gewissermaßen schuldig zu machen. Er kann aber vielleicht in der Nähe eines vermuteten Marktoptimums einen Punkt setzen, von dem aus es leichter ist, den Markt sich sozusagen zum tatsächlichen Optimum einschwingen zu lassen. Aber das weiß man nicht. Das ist eine Vermutung, damit wieder irgendwo ein wenig Wissensanmaßung. Also wäre aus meiner Sicht da tendenziell eher Zurückhaltung geboten. Wenn ich noch ein wenig Zeit habe, dann möchte ich was über Proof of Work sagen und wie das mit der Energie nämlich ist und dass man das nicht wegstandardisieren kann und soll, wäre vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Aber vielen Dank. Wir müssen leider zum Ende dieser spannenden öffentlichen Anhörung kommen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei den Sachverständigen bedanken. Das ist, glaube ich, auch einen großen Applaus nochmal wert. Vielen Dank, dass Sie da waren und Rede und Antwort gestanden sind. Ich bin mir sicher, wir werden im Austausch bleiben und werden in Zukunft auch noch viel über diese Technologie und die Möglichkeiten diskutieren. Ich darf mich auch bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich für das Thema interessieren. Ganz herzlicher Dank auch an die Technik, die die Übertragung möglich gemacht hat. Ich darf den Mitgliedern des Ausschusses noch den Hinweis geben, dass am Mittwoch, 12.12.2018 von 15 bis 17 Uhr die nächste Ausschusssitzung stattfindet. Die Sitzung jetzt schließen und Ihnen allen einen schönen Abend wünschen. Vielen Dank.